Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahrhundert Cinecast, denn wir sind in der 75. Runde und das freut mich da besonders, einen meiner Lieblingsgäste, der auch schon sehr häufig bei uns zum Gast war, begrüßen zu dürfen. Hallo Peter. Hallo Jan, ich freue mich natürlich auch wieder dabei sein zu dürfen. Ja, ich muss mich ja noch mal ein bisschen entschuldigen, auch bei unseren Hörern. Ich habe jetzt im Dezember war unsere letzte Ausgabe. Jetzt haben wir schon März. Ich brauchte mal 2 Monate, um ein bisschen mehr mich auf die Arbeit und auf andere Punkte zu fokussieren. Und dann war bei uns auch die Grippe ausgebrochen. Fast 2 Wochen lang war irgendwie jeder bei uns irgendwie in der Familie krank. Also das zog sich leider in den letzten Wochen und Monaten so hin, sodass es einfach nicht vorher klappen wollte oder sollte. Tja, da bist du nicht der Einzige gewesen, den die Grippewelle hinfort gespült hat. Auch ich bin nicht durchgängig gesund gewesen. Und also gern ich höre und auch noch lieber mitmache beim Cinecast. Auch bei mir war die Zeit sehr, sehr knapp. Insofern haben wir uns aber einiges aufgespart, worüber wir heute reden können, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich viel passiert. Also es waren zum Beispiel natürlich die Oscars. Das waren Filmstarts in der Zwischenzeit. Guck mal, ich könnte mich schon gar nicht mehr genau erinnern, was im Januar war, aber so viel war es, glaube ich, in der Summe auch nicht. Die Top-Filme kommen jetzt alle, da kann man sicherlich auch schon mal so kurz einen Sneak Peek machen. Es kam jetzt erst gerade der neue Trailer zu dem nächsten Avengers raus, nämlich Endgame. Hast du auch schon reingeschaut? Ja, den Trailer habe ich auch schon gesehen und natürlich, mit allen Tricks und auch Marketing-Tricks und allem, was dazugehört, macht man auch mir. Ja, also mein Speichelfluss ist nicht mehr in den Griff zu kriegen. Ja, Pathos pur, ne? Also die haben ja wirklich aus alten Filmen so nochmal so, ne? Also aufbauend, man sah nochmal die Anfänge von Iron Man, die Anfänge von Captain America und von Thor, gerade so von den Hauptfiguren, die man ja über die, ich glaube ja, was waren es, 10 Jahre, ne? Über die letzten 10 Jahre kennengelernt hat. Das war schon Gänsehaut pur. Also, und das Gute ist ja, dass die wirklich kaum an Story in diesen Trailern, die bisher rauskam, groß was spoilern, ne? Also es ist wirklich nur sehr ganz leicht angedeutet. Man sieht natürlich in einer Szene, wo sie alle loslaufen oder losgehen in den neuen Uniformen, jetzt im neuen Trailer, sieht man auch mal Tony Stark. Das bedeutet, ja, Tony Stark kommt zur Erde zurück. Welche Überraschung. Das ist vielleicht einer der wenigen Sachen, die der Trailer schon verrät. Aber ansonsten grob über die Story sagt er noch gar nichts. Und das finde ich gut. Das macht Marvel geschickt. Die können sich's auch leisten, keine Story vorab zu nehmen, weil die Leute rennen nach Infinity War sowieso alle da rein. Und selbst Captain Marvel sind sie ja jetzt alle reingelaufen wie die Verrückten. Ja, das ist zum Beispiel ein Film, der bei mir in dem Trubel meiner vielen anderen beruflichen Tätigkeiten ein wenig untergegangen ist. Den konnte ich leider nicht previewmäßig sehen. Insofern halte ich mich zu dem Thema heute komplett geschlossen. Dann kann ich ein paar Worte drüber verlieren. Ich habe ihn nämlich gesehen und hatte auch nicht wirklich die höchsten Erwartungen. Warum, weiß ich gar nicht. Wirkte irgendwie ja wieder der nächste Marvel-Film. Und diesmal heißt er sogar Captain Marvel. Annette Bening spielt mit. Das ist vielleicht noch so einer der Highlights, dass man sie auch mal wieder gesehen hat. Ich habe sie auf jeden Fall länger nicht mehr gesehen in so einem Big-Budget-Film. Also was gut ist, fange ich mal damit an, ohne jetzt viel zu über die Story zu verraten, weil da gibt's schon den einen oder anderen Twist, den man eventuell vielleicht schon erahnen kann, aber den möchte ich auch gar nicht hier erwähnen. Aber Samuel L. Jackson, also die Technik, die sie da wieder verwendet haben, die sie ja quasi in den letzten Filmen immer und immer wieder trainiert haben, nämlich einen Schauspieler auf jung zu trimmen, das war bei Kurt Russell in Guardians of the Galaxy, das war zuletzt auch sowohl bei Tony Stark als auch bei Michael Douglas in Ant-Man. Also das macht ja Disney jetzt schon Film für Film für Film. Und ich finde, mit Samuel L. Jackson haben sie den Vogel abgeschossen. Also du siehst es nicht. Also du hast kein Uncanny Valley, wo du denkst, ah, das sieht aber irgendwie falsch aus. Vor allem wäre es auch übel gewesen, weil du siehst ihn ja wirklich sehr viel. Also das ist auch so ein kleiner Nick Fury-Film fast schon, weil er wirklich schon eine sehr große Rolle in diesem Film einnimmt. Wo man es dann wieder ein bisschen merkt, ist in seinem
in seinem Kompadren, den Coulson, den man ja dann auch aus der Serie Agent of S.H.I.E.L.D. kennt und aus den ersten Avengers-Filmen, da sieht man schon, den haben sie auch verjüngt und da erkennt man schon wieder, dass es, da hast du so ein bisschen diesen Effekt, dass es irgendwie nicht richtig aussieht. Ich weiß nicht, bei Samuel L. Jackson haben sie sich deutlich mehr Mühe gegeben scheinbar. Ich denke, es wird auch eine Preisfrage sein, diese Perfektion herzustellen und je nach Gewichtung der Rolle vielleicht auch mal dann eher, ich sag mal, die Sonderangebotsklasse bei den CGIs nehmen. Mhm. Und, ich habe sogar noch eine andere Theorie. Ich weiß nicht, vielleicht spinne ich auch, aber oft ist es doch auch so bei Effekten oder auch in Serien oder auch bei Game of Thrones, dass man gerade schlechtere CGI oder schlechtere Effekte im Dunkeln nicht so stark wahrnimmt oder dass man da mehr verstecken kann. Und Samuel L. Jackson ist, glaube ich, auch jetzt der Erste in der Marvel-Reihe, der als Schwarzer verjüngt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch dadurch, durch die dunklere Hautfarbe, weniger ins Gewicht fällt als bei so einem Weißkäse wie uns oder wie bei Coulson und Co. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängen könnte. Wenn ja, umso besser. Also dadurch war Samuel L. Jackson fast nicht wiederzuerkennen. Er hätte genauso aus dem 90er-Film, er sah wirklich so aus, wie er auch in den 90ern grob aussah. Also das war schon Bombe. Ist eine steile These. Ich habe da bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber ich werde darüber nachdenken, wobei ich immer diesen Aspekt des dunkleren Bildes, um die CGI-Effekte, ich sag mal, ein wenig zu kaschieren oder nicht bis ins Letzte ausarbeiten zu können oder zu müssen, immer mehr auf das Gesamtbild, auf die Gesamtkonstruktion des Bildes bezogen habe. Man hatte ja in den etwas zurückliegenderen Jahren die CGI-Effekte gerne in der Nacht oder in generell dunklen, verregneten Szenerien, in denen das Bild sowieso verwaschen war durch den Regen oder durch Nebel oder durch Feuer, sprühende Funken und Schlachtengewitter, dass da natürlich keine Ultrapräzision sichtbar wäre, wenn sie denn da wäre, versteht sich von selbst. Das jetzt mit der dunkleren Hautfarbe, ich mache mir mal ein paar Gedanken dazu, ich kann da jetzt noch gar nichts wirklich zu sagen. Klar, du hast es, genau, also schaust dir auch mal an. Ist wie gesagt nur eine Vermutung, dass man bei einer helleren Hautfarbe oder hellere Farbe an sich so einen Effekt eher als vielleicht komisch empfinden oder ersehen kann. Ne? Ist eine Vermutung. Ich würde den Ball jetzt einfach mal aufnehmen und sagen, Alita Battle Angel, da haben wir ja auch eine Figur drin, die extremst verarbeitet wurde. Es gibt auch diesen Verjüngungseffekt, aber wir haben vor allem die Titelfigur, die ja nun sehr stark der Vorlage angepasst wurde, zum Beispiel durch die größeren Augen, die man, wenn man sie live vor sich sieht oder Bilder von ihr sieht, fast nicht wiedererkennt. Und im Film eine, und da war ich auch platt und weg, eine Präzision und eine Perfektion darstellt, was CGI mittlerweile am lebenden Objekt ausrichten kann. Bisher war das ist ja die Königsdisziplin, irgendwelche Kulissen zu basteln oder irgendwelche Fantasiefiguren. Nichts gegen Pixar, ich liebe es, aber die haben nicht umsonst für ihre ersten Filme Spielzeuge genommen, die jetzt nicht wirklich die feinste Mimik haben und haben sie dann zum Leben erweckt. Aber das jetzt im Grunde genommen Menschen in Anführungsstrichen aus Fleisch und Blut oder mit richtiger Textur und Haut und allem drum und dran so zu bearbeiten, das ist bisher, also ich würde sagen, erst seit diesem oder Ende letzten Jahres in dieser Perfektion möglich. Ja, wobei Alita, wenn wir den Ball nochmal jetzt oder wenn wir dabei kurz bleiben, sie hat trotzdem durch diese riesen Augen schon auch immer so einen leichten Uncanny Valley oder, also da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, es ist animiert, also na klar, weil sie natürlich aus dem Anime mit großen Augen kommt scheinbar oder die Vorlage das wahrscheinlich auch hat. Weißt du denn bei der Herstellung, ist das denn auch ein Capturing gewesen oder ist die komplett animiert? Ja, ist ein Capturing, da steckt natürlich eine Schauspielerin hinter, natürlich. Okay. Und ich sag mal ein Golem. Ne, kannst du sagen, ob die Haut da wirklich an der Stelle eine Falte haben muss oder ob das Grau ein anderes Grau sein müsste? Nein, also bei Alita habe ich wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt, diese Person könnte es so geben. Dass es sie so mit diesen Augen zum Beispiel gar nicht geben kann, wirkt natürlich ein bisschen strange. Aber trotzdem, jede Art von Bewegung und Mimik hat so viel Natürlichkeit, dass für mich nie in Frage gestellt war, ob ich diese Figur ernst nehmen kann, als Figur, als
ne? Als gespielte Figur, als ich würde so einer Figur auch durchaus schauspielerische Noten geben wollen. Denn es ist eben nicht komplett animiert. Da gibt es andere Qualitäten, die man dann auszeichnen müsste, aber da steckt schauspielerische Arbeit sogar sichtbare drin. Ja, okay. Ja, über den Film können wir gleich auch noch mal beide sprechen, was wir auch von dem Film an sich halten, außer von Alita selbst. Ich würde nur eben noch meinen Bogen spannen und zu Captain Marvel noch ein paar Worte verlieren. Ich hatte ja gerade nur erstmal gesagt, dass Samuel L. Jackson super animiert war oder sehr gut verjüngt war. In der Summe, ich fand den Film ein bisschen an vielen Stellen langatmig. Ich fand, Captain Marvel ist komplett überpowered. Also die hat keinen Gegner in dem Film. Es gibt wirklich nicht wirklich einen Antagonisten so richtig in dem Film. Weil die den Antagonisten, der da einmal auftaucht, so einschüchtert mit ihrer Macht, dass er freiwillig quasi den Hut nimmt und wieder abhaut, so gefühlt. Also sie ist einfach total überpowered. Ich fand auch irgendwie, ich mag Brie Larson eigentlich, aber irgendwie der Charakter hat nicht so eine Tiefe, also wie es vergleichbar ist mit einem Iron Man oder auch einem Thor und auch nicht so eine Sympathie wie vielleicht ein Thor oder wie ein Ant-Man. Also irgendwie, da fehlte mir noch in der ganzen Geschichte was. Also irgendwie passte mir das nicht so ganz und dadurch plätscherte der dann im Endeffekt so ein bisschen dahin und war jetzt nicht unbedingt nötig. Klar, man sieht mal wieder den Tesseract. Das Highlight, viele sagen, ist diese Katze, weil die Katze was ganz Spezielles hat. Und das ist schon traurig, wenn man das sagen muss. Die Katze ist das Highlight in dem Film. Ja, und die 90er-Referenzen sind auch so banal, dass man sonst den Film nicht wirklich so extrem anmerkt, dass er in den 90ern spielt, außer ein paar Liedern und dass sie einmal in der Videothek landet. Ansonsten merkst du das weniger. Also dieses Charakterproblem erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Superman. Einer für mich der langweiligsten Charakter, nichts gegen Supi, aber jemand, dem außer ein bestimmtes Kristall nichts wirklich was anhaben kann, der war eigentlich immer, auch schon in den Comics, für mich die langweiligere Figur im Vergleich zu einem Batman, Spider-Man etc., die deutlich auch menschliche Schwächen hatten. Das hat man ja eigentlich alles versucht, in den letzten Verfilmungen Superman auch ein bisschen an Charakter reinzuschreiben und zu geben, aber selbst da funktioniert es nicht. Es ist eigentlich die langweiligere Figur wegen seiner unglaublichen Kräfte und seiner unglaublichen Unzerstörbarkeit. Also ich erinnere mich immer noch daran, dass ich als Kind die Superman-Hefte immer beiseite gelegt habe, sobald irgendwas anderes da war, weil es mich wirklich nicht so gebockt hat. Und das hört sich bei mir bei Captain Marvel genauso an. Ja, ich finde es sogar noch einen Ticken schlimmer, weil bei Captain Marvel gibt es noch nicht mal eine Art Kryptonit. Das ist das Problem. Also ich wüsste nicht, es gibt keinen Stoff, nichts Spezielles, auf jeden Fall nicht in diesem Film, was Captain Marvel das Wasser reichen könnte oder was sie irgendwie, ne, vernichten oder was auch immer könnte. Und das finde ich schon ein bisschen krass und Superman hat immerhin noch Kryptonit. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt dann in Avengers machen, mit ihrer eigentlich Überpower. Vielleicht muss sie oder stellen die sich etwas, wo die Power an sich gar keine Rolle spielt, wir wissen es nicht. Aber naja, ich bin gespannt. Es gibt eine After-Credit-Scene, also eine am Anfang. Da geht es im Endeffekt, vielleicht kennst du die, du hast Infinity War komplett gesehen, ne? Ja. Da kommt doch am Ende dann auch Nick Fury mit diesem Sender, womit er dann Captain Marvel ruft, bevor er sich auflöst. Mhm. Und dieser Sender spielt in der After-Credit-Szene eine Rolle und im Grunde versuchen die Avengers darüber, oder die haben den dann in der Hand und kontaktieren damit quasi Captain Marvel. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Und vielleicht eine Kleinigkeit für die nicht mehr gucken, das ist ganz am Anfang, das ist wirklich auch noch eins der wenigen Highlights. Du kennst ja immer am Anfang von jedem Marvel-Film den Marvel-Schriftzug, wo dann die Charaktere drin zu sehen sind und wo dann dieser Marvel-Schriftzug irgendwann dann in Gänze zu sehen ist. Mhm. Und man sieht doch jetzt Klassik. Ne? Ja. Genau, aber jetzt gerade in dem 10-jährigen Jubiläums war es ja wirklich so, dass auch alle aus dem Cinematic Universe dort auftauchen. So, und für Captain Marvel haben sich was Besonderes ausgedacht. Zu Ehren von Stan Lee tauchen am Anfang nur Szenen oder nur kleine Schnipsel mit und von Stan Lee auf. Und also das haben sie echt schön gemacht. Das Marvel-Logo nur mit Stan Lees, genau. Und dann ganz, wenn das Marvel-Logo komplett da ist, wird das Bild schwarz und dann steht da nochmal kurz
For You Stan oder irgendwie sowas. Also wirklich, wirklich ganz nett. So ein, wenigstens ein kleiner Punkt, wo Stan Lee auftaucht. Und er, gut, er hat in Captain Marvel auch noch mal einen kleinen Cameo. Der war wahrscheinlich schon vorher abgedreht, gehe ich davon aus. Ja, muss ja. Den werden sie noch nicht komplett mit CGI nachgebaut haben. Naja, eben. Es ist interessant, das macht es vielleicht auch noch interessanter, Endgame zu sehen, was wird aus Captain Marvel oder welche Funktion wird sie da haben? Weil wenn sie so allmächtig und unglaublich stark ist in allem, was sie tut, könnte sie das Ding ja, sag mal, kurz nach dem Vorspann erledigt haben. Ne? Wäre natürlich unglaublich langweilig. Vielleicht muss sie ein Sudoku-Rätsel lösen. Ich weiß nicht, wie sie mit solchen Sachen zurechtkommt. Oder irgendwas anderes, eine andere Aufgabe. Ich kenne die Figur ehrlich gesagt zu wenig, um wirklich mir da was einfallen zu lassen. Ich hoffe, denen, die es sollten, ist was dazu eingefallen. Denn sonst wäre es ja nun wirklich, ne, wie sagt man so schön, Pillepalle. wenn eine Legion von Superhelden ne, rettungslos verloren ist und sie kommt vorbei und erledigt alles in 3 Minuten und macht danach die Bügelwäsche. Vielleicht, wo du gerade Rätsel sagst, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube im letzten Podcast im Dezember habe ich es noch gar nicht erwähnt, falls doch, dann verzeiht mir, aber für alle, die nicht genug von mir kriegen, ich habe im Dezember bei der Weihnachtsfolge von Akte Aurora mitgemacht, bei dem Krimi-Hörspiel, das könnt ihr bei akte-aurora.de, glaube ich, nachhören, ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal, das sind 2 Teile, wo ich quasi herauskriegen muss, in einer Art Orient Express, wer den Weihnachtsmann umgebracht hat. Oder den Nikolaus oder irgendwie so. Also ganz, ganz lustig. Und es ist so ein interaktives Hörspiel. Und ja, wer da Lust und Zeit zu hat, kann da gerne auch mal reinhören. Ja, das werde ich wohl mal machen. Ja, mach mal. Es ist, ist eine sehr amüsante Folge geworden, finde ich. Auf einem Schrottplatz inmitten von Iron City entdeckt der von Christoph Waltz gespielte Arzt Dr. Dyson Ido ein Roboterfragment. Er nimmt es mit in sein Labor und gibt ihm einen neuen Körper. Er haucht ihm sozusagen neues Leben ein. Es entsteht Alita, die über erstaunliche Fähigkeiten verfügt, aber keinerlei Erinnerungen an ihr Vorleben hat. Zwischen den beiden entsteht eine Vater-Tochter-Beziehung. Doch immer wieder bekommt Alita Visionen, Flashbacks, die wohl aus ihrer Vergangenheit stammen. Die Frau in meiner Erinnerung nannte mich 99. Was du gesehen hast, war ein Aufblitzen deines früheren Lebens. Wer war ich? Mit der Zeit wirst du dich erinnern. Es wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis unserem Cyber-Pinocchio einfällt, woher sie kommt und wer sie mal war. Dafür begegnen ihr aber ziemlich schnell ziemlich große und gigantisch schlecht gelaunte Kreaturen. Willkommen in der Unterwelt. Von hier gibt es Welten über Welten über Welten. Hier habe ich früher gelebt. Und genau hier wirst du auch sterben. Und so klein und niedlich Alita auch sein mag, umso überzeugender sind ihre Fähigkeiten als Kampfkünstlerin. Sie ist überrascht. Ob sie ein Hinweis auf ihre wahre Herkunft sind? Doch dann entdeckt das Mädchen in einem gestrandeten Raumschiff einen synthetischen Körper, der sie magisch anzieht. Dieser Körper, er hat die Kraft, die ich brauche. Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle eine Verbindung zu ihm. Er könnte meinem wahren Wesen entsprechen. Du hast die Möglichkeit, neu anzufangen, völlig unbelastet. Nein! Ich bin eine Kriegerin, oder? Und du weißt es. Und Dr. Ido weiß noch so einiges mehr. Aber warum verrät er es ihr nicht? Finden Sie es selber heraus, denn Alita Battle Angel ist durchaus ein Film, der Spaß macht und das auf mehreren Ebenen. Zum einen ist er ein bildprächtiges Science-Fiction-Abenteuer voll mitreißender Action-Szenen, atemberaubender Kulissen und skurriler Geschöpfe. Aber auch eine epische Erzählung über die Suche nach Identität und die Kraft, die in Wünschen, Träumen und Sehnsüchten steckt. Genauso wie die Gefahr, wenn diese missbraucht werden. Gleichzeitig ist Alita aber auch eine Leistungsschau dessen, was tricktechnisch momentan State of the Art ist. Wirklich beeindruckend. Und zu guter Letzt darf man sich auch auf mehr als nur eine beeindruckende Schauspieler-Performance freuen. Wer nun behauptet, dass all diese Elemente nichts Neues sind, kennt leider nicht den Unterschied zwischen Rohkost und dem, was gute Rezepte und eine gekonnte Verarbeitung aus ihnen machen. So, da passt es doch eigentlich ganz gut, wo wir gerade schon bei dem CGI waren, dass wir ruhig zu dem nochmal rüberwechseln, wo wir gerade schon angefangen haben, über Alita zu sprechen, über den Charakter an sich, weil der Film an sich natürlich komplett
aus CGI besteht. Man muss manchmal schon überlegen, ist das jetzt eine reale Person in einem CGI-Umfeld oder ist es eine CGI-Figur im Realumfeld? Ne? Also das verschmilzt. Ich weiß nur da auf diesen Motorsport, nee, wie hieß das? Diese Sportart? Weißt du den Namen? Ich habe den Namen nicht mehr präsent, nee, kann ich ja nicht sagen. Monsterball oder Motorball? Ja, mich hat es immer an Rollerball erinnert, was es natürlich nicht ist und auch nicht genauso heißt, aber im Prinzip so eine Weiterentwicklung von Rollerball, wo es darum geht, mit viel Physis beim Kringelfahren seine Kontrahenten zu zerlegen. Fang du vielleicht mal an. Fand ich übrigens nicht die spannendsten Szenen in dem Film, weil ich weiß nicht, vielleicht kann ich mich dafür nicht so besonders erwärmen. Ich fand es viel spannender, wirklich durchaus Dialogszenen. Und was ich zu den Pluspunkten zähle, ist Christoph Waltz, der mir vorher in einigen Filmen zu sehr den Christoph Waltz gegeben hat. Und hier fand ich, war er auf jeden Fall für die Rolle perfekt besetzt und hat sich, so fand ich es, ein bisschen zurückgenommen und mehr in diese Rolle eingefühlt. Und dadurch fand ich, war er sehr, sehr gut besetzt. Ich kann das alles immer aber auch nur unter dem Gesichtspunkt sagen, dass ich jetzt nicht der Leser der Mangas war. Da gibt's ja immer wieder Einsprüche aus den Richtungen, aber in der Vorlage ist der doch Linkshänder oder hat der doch, was weiß ich, einen Pickel an der Nase oder irgend so ein Blödsinn. Ein Film ist ein Film, Manga ist ein Manga, ein Buch ist ein Buch. Klar, kann man es vergleichen, aber keine Urteile darüber fällen. Ein Film muss als Film funktionieren und für mich hat Alita Battle Angel von vorne bis hinten funktioniert. Ich war beeindruckt von den sehr detaillierten Kulissen. Die Liebesgeschichte, die da reingehörte, um, ich sag mal, auch das entsprechende Publikum zu bedienen, da spüre ich, dass ich nicht das Zielpublikum bin. Fand ich ein bisschen, ja, Gott, es passte rein, aber das war nicht mein Teil. Ich habe mich an den Andeutungen, die Philosophie dahinter so ein bisschen anreißen, mehr erfreut, nämlich die ganze Geschichte dahinter, wer da wohl hintersteckt, die Sinnsuche von Alita. Für mich war es relativ schnell im Grunde genommen so eine Science-Fiction-Pinocchio-Nummer. Da haben wir dieses kleine, zerbrechliche Wesen, das eine Vaterfigur vor sich hat und sich irgendwann die schützende Hand beiseite schiebt auf der Suche nach der eigenen Identität. Klar ist das jetzt nur eine lockere Metapher, die ich da drüber lege, denn ich glaube, Christoph Waltz wurde in der Pressekonferenz genau mit diesem Stichpunkt auch irgendwann mal bedacht und hat sie dann etwas abgetan, weil es wäre doch schon irgendwas anderes, dass Pinocchio Menschwerdung betreiben will, während Alita doch eigentlich ihren Ursprung zurückfinden will. Ich dividiere das gar nicht so auseinander. Es geht um Entwicklung, um persönliche Entwicklung. Und da ist die Frage nach der Herkunft so wichtig wie die Frage, wie kann ich mich perfektionieren als denkendes und fühlendes Wesen. Und da fand ich sehr viele interessante Aspekte. Ich habe mich gefreut, Jennifer Connelly wiederzusehen, die ich vor vielen Jahren mal interviewen durfte und sehr angetan war von ihr. Und sie immer wieder auf der Leinwand für mich einen besonderen Augenschmaus darstellt. Eine interessante Rolle. Und ich hatte dieses Moment, dass zum Schluss, jetzt bin ich gerade ein bisschen auf der Pipeline, Edward Norton für mich erstmal gar nicht zu erkennen war. Aber es da irgendwann knallte es in dieser kurzen Sequenz trotzdem bei mir durch den Kopf wie ein Blitz. Ich sagte, nein, ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Ende, ja. Ich habe im Großen und Ganzen diesen Film sehr genossen und natürlich gab es auch über diesen Film Kritik, die ich nicht, wie gesagt, in allen Punkten nachvollziehen konnte. Ja, also ich fand die Trailer total irgendwie over the top. Die haben mir noch nicht so wirklich zugesagt und habe mir dann den Film doch angeschaut und war dann doch schon ein bisschen hin und weg, spätestens oder ab dem Zeitpunkt, wo Christoph Waltz quasi Alita da auf dieser Mülldeponie findet. Ab dem Moment hat man sehr schnell zu Alita connected und connected auch die ganze Zeit, weil sie gerade am Anfang mehr so Teenager-mäßig ist, bevor sie ja dann später ihre verbesserten Körper noch bekommt, nenne ich es mal so. Natürlich das Schicksal von ihrem Freund schon auch sehr
dramatisch oder sehr krass, fand ich schon. Mhm. Vor allem irgendwie scheint es der Menschheit auch ein bisschen egal zu sein, ob sie jetzt Mensch sind oder irgendwie ein Cyborg. Also ich fand, die nahmen das echt alle immer sehr locker oder auch eher recht entspannt, dass er kein Mensch mehr ist, weil gerade mit Alita lieben und ich sag mal so, wenn man intimer wird, wird es, glaube ich, jetzt für ihn sehr, sehr schwer. Hab böse gesagt. Also ich finde das schon dann sehr merkwürdig, ne? Also die ganze Konstellation. Vielleicht darf man da auch nicht so stark drüber nachdenken, aber ja. Ach, platonische Liebe ist auch was Feines. Ja, man kann ja auch mal einen Schraube in die Mutter drehen, oder? Ach so macht man das dann. Ich weiß es nicht, ich bin kein Cyborg. Ich habe da auch nur meine Fantasien, aber nein, ich denke gar nicht so weit in diese Richtung, denn der Film ist ja nicht so sexualisiert. Es ist eine Beziehung und ich finde, sie ist ja auch sehr Teenager-gerecht, weil sie hat was Romantisches. Und ich glaube, das ist durchaus aufs Publikum gemünzt, dass sich diese Sache so einspielt, dass so eine Art Grenze überschritten wird. Es fallen Plattitüden-Sätze wie du bist menschlicher als viele Menschen dich und aus Fleisch und Blut oder so etwas. Aber es verfehlt ja nicht seine Wirkung, solche Dinge, ne? Mhm. Aber ich habe das schon richtig verstanden, ne? Also für alle, die noch nicht gesehen haben, jetzt mal kurz weghören. Die Idee war schon, dass die unten leben, im Grunde auch so ein bisschen ein Ersatzteillager für Organe und Körperteile sind für die oben, oder? Weil die liebe Jenny, die hat es ja dann auch komplett zerrissen, wie man sie einmal noch mal kurz gesehen hat, war schon sehr krasse Szene, fand ich. Ich würde dir da durchaus zustimmen, wobei man das nicht bis ins Letzte ausformuliert hat und ich glaube auch ganz bewusst, um noch ein bisschen Spannung und Geheimnis zu haben, weil sich eine Handlung durchaus im zweiten Teil in diese Richtung natürlich entwickeln kann. Ne? Ja. Also ich leite das immer aus der Szene ab, wo Alita dann, ich nenne es mal, also gesteuert durch Edward Norton bei diesem ich weiß nicht, wie der Charakter hieß, da im Büro war und er ja dann auch hier die Jennifer gezeigt hat und da waren ja wirklich nur noch so ein paar Organe in so einem Wasser zu sehen und er sagte ja irgendwie, dass die dann nach oben kommen, meistens irgendwie so hoch kommen oder so. Es gibt da so ein paar Anspielungen, ja, natürlich. Ja, ich glaub, das würde auch erklären, warum die oben vielleicht auch wohlhabend und lange leben, ne? Klar, da geht's dann wieder in diese Richtung. Es ist das alte Oben-Unten-Spiel, das findest du in allen Genres und hier ist es natürlich nahezu sinnbildlich, dass oben die Mächtigen, die Reichen, die alles steuern können, sind und unten die sind, die Arbeit machen oder als Ersatzteillager zur Verfügung stehen oder da, wo der Abfall hinfällt, wo sie gefunden wird als Rudiment ihrer selbst und es ist natürlich alles sehr plakativ in diesem Film, aber plakativ und gezeichnete Geschichten, ich finde, so medial liegt das gar nicht weit auseinander. Ja, das stimmt. Ich kann viele Punkte von dir verstehen. Ich kann auch so manche Kritiken nachvollziehen, aber in der Summe war ich doch deutlich positiv überrascht und fand es doch einen sehr gelungenen Film. Aber ich werde dich wahrscheinlich enttäuschen müssen. Eine Fortsetzung wird, glaube ich, unwahrscheinlich bei den Einspielergebnissen. Also in den USA ist er katastrophal gefloppt. Da mag es natürlich noch den asiatischen Raum geben, der vielleicht noch ein paar Millionen einnimmt. Aber ich glaube, in der Summe glaube ich, reicht es nicht für eine Fortsetzung. Obwohl es eigentlich schade ist im Nachgang, weil das Ende schon dann in dem Moment Lust auf mehr macht, ja? Wie du schon sagtest. Also ich habe mich bei dem Film nicht gelangweilt und unterschätze den asiatischen Markt nicht, der hier ganz deutlich anvisiert wurde. Bei fast allen wirklich teuren, großen Produktionen spielt der asiatische Markt eine zunehmend wichtige Rolle, weil der Anteil dessen, was an Einspielergebnis kommt, zu einem immer größer werdenden Teil aus Asien kommt. Deshalb immer mehr asiatische Stoffe, asiatische Darsteller, Twists und auch Handlungsmodule, die den asiatischen Markt mehr bedienen als den europäischen oder amerikanischen. Ob diese Mischmaschrechnung auf Dauer aufgeht, weil es gibt ja den einen oder anderen dann umso heftigeren Flop, also heftiger im Sinne von die Verluste sind umso größer, wenn man glaubt, vorher die ganze Welt melken zu können und dann fällt dann nochmal eben ein bisschen Amerika oder ein bisschen Europa raus, dann wird ne, das Drittel, was sozusagen, oder die zwei Drittel, die nicht reinkommen, eine umso größere Lücke in die Einspielergebnisse reißen. Das
ich weiß nicht, ob ich immer auf diese Art und Weise vorgehen würde, aber es ist momentan die Art, wie große Studios ihre Blockbuster produzieren. Also du könntest. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass dieser Film über den asiatischen Markt, ich weiß die Ergebnisse dort nicht, aber vorstellen, dass er dort noch genügend einspielt, um es attraktiv zu machen, an eine Fortsetzung zu denken. Weil, wie gesagt, die Zahlen liegen mir nicht vor, ich weiß auch nicht, wie schlecht das Ergebnis in den Staaten war. Kann ich dir sagen, ich hab die Zahlen hier. Ja, aber ich weiß ja nicht, was anvisiert war. Ja, aber in den Staaten hat er 80 Millionen eingenommen. Das ist ein Trinkgeld, würde ich sagen, für so eine Produktion. Wenn Production Budget alleine bei 170 lag, hat er dann noch nicht mal die Hälfte geholt. Dann habe ich, in der Summe hat er aber fast 400. Dadurch, dass halt Foreign, also in dem Ausland sehr viel eingespielt worden ist. Und da China 127 Millionen, ne? Also da kommt das Geld her. Und dann natürlich die ganzen anderen europäischen und auf der ganzen anderen Welt. Ja, es werden ja auch noch andere Rechte verkauft. Genau, ja. In der Summe ist okay, es wird kein Minusgeschäft gewesen sein. Aber wie gesagt, dann ist es, könnte es knapp werden mit einer Fortsetzung. Ich hätte nichts dagegen. Können Sie gerne machen. Ja, warum nicht? Vielleicht sogar eine Nummer kleiner, weil es ist doch alles programmiert und man muss gar nicht jetzt noch mehr draufknallen, sondern jetzt vielleicht eine schöne, interessante Story aus diesem Bereich. Und alle sind glücklich. War ja ein Herzensprojekt eigentlich von James Cameron, der den Film ja auch mitproduziert hat. Regie geführt hat dann halt Robert Rodriguez, weil Cameron keine Zeit hatte, weil er so blaue Männchen filmen will. Ja. Der ja, glaube ich, dann auch, ich glaube 2021 vielleicht doch mal irgendwann kommen soll, ne? Avatar, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ja, das ist der Hintergrund, deswegen hat ihn dann Robert Rodriguez gemacht und wie gesagt, er hat ja auch ein paar krasse Szenen und ein paar echt nette Szenen, die Bar-Szene und oder auch die Kampfszenen. Ja, und die letzten Rodriguez-Filme alle eigentlich nicht wirklich gut angekommen sind. Ob es an ihm liegt, ich weiß es nicht, aber man muss ja nicht immer auf das Pferd setzen, das als letztes reinkommt. Nichts gegen Rodriguez, tolle Sachen gemacht, aber die letzten Filme, da war kein Hit mehr dabei. Und Cameron weiß auch, wie man Budgets überstreckt und dann erstmal monatelang sich die Fingernägel wegnagt, um zu hoffen, dass es dann vielleicht doch der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Wenn ich an Titanic denke, da hat er ja nun wirklich während der Produktion mehr als einmal wahrscheinlich einen Defibrillator gebraucht, weil die Kosten explodiert sind und die Studios alle sich mittlerweile zurückgezogen hatten. Insofern, vielleicht ist er dadurch jetzt auch sozialisiert und sagt sich, wenn, dann immer volles Risiko. Und dann geht es vielleicht diesmal nicht gut. Aber mal sehen. Ja, kann nicht immer klappen, ne? Ja. Ob seine Avatar-Fortsetzungen, er macht ja mehrere im Augenblick, alle so gut ankommen. Ich denke, wenn der erste rauskommt, ist der Erwartungsdruck und die Erwartung des Publikums so groß, dass die Leute wie hypnotisiert reinlaufen werden. Ob dann aber ein zweiter Teil immer noch so sehnlich erwartet wird. Oder sagen wir, der dritte Teil ja dann im Grunde genommen, die zweite Fortsetzung, da habe ich dann auch schon wieder Bedenken. Oder wird er dann, obwohl er sie gleichzeitig gedreht hat, im Abstand von 2 Jahren rausbringen? Ich glaube es nicht. Also ich mag dieses ganze Konzept denken, wenn es ums Geld geht, nicht so wirklich. Das ist mir zu viel, kopflastiges Kalkül drin. Gutes Film machen hat auch noch andere Aspekte. Ja, das stimmt, absolut. Okay, vielleicht kurz eingeworfen in mal ein anderes Genre, nämlich eigentlich das Horror-Genre, aber so richtig Horror war es dann doch nicht. Die Fortsetzung ist zwar schon in Stein gemeißelt, kommt nächstes Jahr, weil er hat scheinbar er hat ein Production-Budget von 9 Millionen gehabt, 9 Millionen, und hat 141 eingenommen. Ne? Das ist dann, bei Horrorfilmen kann das ganz schnell mal sehr lukrativ werden. Ja. Ich spreche in dem Falle von Escape Room. Die Idee eigentlich generell, Escape Room ist ja nicht verkehrt, weil das geht halt so ein bisschen Richtung Saw, dass man in irgendeinem Raum irgendwelche Leute eingesperrt hat, die dort raus müssen. Na, das ist vielleicht so erstmal das Grundkonzept, was wir ja auch schon aus Saw und wahrscheinlich schon aus dem einen oder anderen Film schon mal kennengelernt haben. Ach, da gibt's einiges im Horrorgenre, das nach diesem Prinzip funktioniert. Ob's ein Hostel ist, da auch noch gerade. Pardon, ja. Cube zum Beispiel.
Escape Room hat nur das Problem, er weiß, glaube ich, nicht so richtig, was er werden will. Also es gibt keine Gore oder wirklich sehr brutale oder heftige Szenen. Es gibt nur Stereotypen, was mich jetzt bei so einer Art von Filmen nicht stört, weil das ist so ein bisschen auch Bestandteil, dass man so verschiedene Stereotypen hat, die man dann halt, die dann miteinander interagieren. Und die Ideen in diesen Räumen sind zum Teil ganz gut, finde ich gar nicht so schlecht. Das Ganze spielt natürlich auch wieder mit einem offenen Ende, aber in der Summe plätschert er so vor sich hin, naja, nächster Raum, nächster Raum, nächster Raum, wie gesagt, wenig spannend so richtig und wenig, wenn man Richtung Saw gehen wollen würde, dafür dann doch zu harmlos, aber wie gesagt, er war erfolgreich, ich denke, der Name Escape Room oder generell Escape Rooms sind ja momentan sehr populär, deswegen haben sich da sicherlich auch viele Leute dann im Kino deswegen auch eingefunden und den Film wollte ich nur kurz erwähnen, ich habe ihn gesehen, schaut ihn euch wenn zu Hause an, ihr müsst dafür meiner Meinung nach auf keinen Fall ins Kino, ist aber wie gesagt auch in dem Moment gerade in den Staaten echt überraschend erfolgreich gewesen. Und solche Filme sind halt günstig zu produzieren. Siehe 9 Millionen, ne? Ja, gibt's alle Jahre wieder Filme, gerade aus diesem Genre, die im Verhältnis zu ihren Produktionskosten eigentlich viel größere Gewinne einfahren als diese ganz großen Blockbuster. Beste Beispiel war Paranormal Activity, ne? Das war Blair Witch Project, selbst auch, die ersten Carpenter-Filme, die ersten Halloween, das sind Billigproduktionen, also was das Budget angeht, und wir wissen, was daraus geworden ist, jahrzehntelange Franchises. Apropos, hast du den neuen Halloween gesehen? Nein. Ich wollte ihn gerne sehen, aber wie gesagt, ich bin viel eingespannt und so manche Pressevorführung schaffe ich dann leider nicht, weil ich trotz der ausreichenden Masse nicht teilbar bin. Insofern. Ja. Sehen wir uns denn im April zu Avengers? Da gehe ich felsenfest von aus. Also wenn ich gerade eine Aufführung habe, werde ich auf jeden Fall da sein. Aber vormittags, wo die Pressevorführungen stattfinden, haben wir seltenst Aufführungen. Ja. Ich wollte es nämlich auch, für den Film wollte ich den weiten Weg mal wieder nach Köln antreten und mir den Film auf jeden Fall angucken. Dann können wir das zusammen machen, können vielleicht auch wieder, ähnlich wie beim letzten Mal, vorher, nachher kleine Aufnahme machen, wenn du möchtest. Gerne. Wohin sollen wir denn jetzt mal wechseln? So ganz spontan. Schlag mal was vor. Also ich glaube, gesehen hast du The Sisters Brothers nicht, oder? Nee, aber aber erzähl, gerne. Sie sind Brüder. Sie heißen Sisters, also sind sie zusammen die Sisters Brothers. Wir sind die Sisters Brothers. Sag ich doch. Und genau das, nämlich ihr Name, ist auch ihr Markenzeichen als Kopfgeldjäger. Genauso wie die Blutspur ihrer Arbeit, die sich wie eine Visitenkarte quer durchs Land zieht. Wir befinden uns übrigens in Oregon, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Sisters Brothers haben einen neuen Auftrag. Wir müssen nach Süden zu John Morris. Dem Kundschafter des Kommodore? Mhm. Er ist einem Galzug auf den Fersen. Namens Herman Kermit Warm. Toll. Soll er ihn ausfindig machen und umbringen? Schon hat sich der Fall. Morris soll Warm finden, ihn festhalten und wir beenden den Job. Das ist der Auftrag. Der Hintergrund? Ihre Zielperson hat eine Wunderformel erfunden, mit dem einem das Gold aus den Flüssen nahezu entgegenspringt. Es ist witzig. Mir wird meistens nicht geglaubt. Und wenn doch, wollen die Leute mich umbringen. So ist es. Und bis die Brüder aus den Bergen Oregons bis nach Kalifornien geritten sind und dabei eine mörderische Spur hinter sich lassen, soll ein anderer Mitarbeiter ihres Auftraggebers, der ihnen einige Tage voraus ist, den Gesuchten in einem Track ausfindig machen. Und wie bei echten Brüdern so üblich, gibt es auch zwischen Eli und Charlie eklatante Unterschiede. So träumt Eli davon, eines Tages mit einer Frau sesshaft zu werden. Hast du keine Angst davor, dich fortzupflanzen? Dir ist schon klar, dass unser Vater vollkommen verrückt war und wir sein faules Blut in uns tragen. Unser Vater hat getrunken, Charlie. Touché. Das war sein Geschenk an uns. Dieses Blut. Macht uns gut in dem, was wir tun. Ist aber gleichzeitig auch der Grund dafür, dass Elis Träume von einem bürgerlichen Leben in weite Ferne rücken. Spätestens, wenn sie mal wieder in eine Ortschaft kommen, wird das deutlich. Denn während Charlie wie gewohnt schnurstracks Richtung Saloon steuert, schleicht Eli durch die Körperpflegeabteilung des hiesigen Drugstores. Interessiert Sie das, Sir? Was ist das? Das ist eine Zahnbürste, Sir. Damit Sie Ihre Zähne länger behalten und Ihr Atem frischer wird. Bestimmt nicht die schlechteste Maßnahme, um seine Chancen bei der Brautschau zu verbessern.
Aber es gibt noch mindestens weitere 1000 mittlere und kleine Beispiele, an denen wir Zuschauer erkennen können, dass diese Brüder zwei komplett unterschiedliche Lebensprinzipien repräsentieren. Insofern ist dieser Film nicht nur spannend, teilweise auch witzig erzählt, aber schlussendlich eine tiefgründige Reflexion darüber, wie und woran man sein Leben ausrichten kann. Und so erzählt The Sisters Brothers vor dem Hintergrund des amerikanischen Gründungsmythos die zeitlose Geschichte von der Suche nach dem Glück und wie schnell das Feuer der Leidenschaft zum Katastrophenfall werden kann. Da kann ich Ihnen nicht helfen, Mister. Ist auch so ein Film, der leider in den Staaten unter seinen Erwartungen bleibt, weil, und das behaupte ich bei diesem Film allerdings, der Anspruch zu hoch ist. Und er ist nicht unbedingt sofort erkennbar, dieser Anspruch. Und ein Film, der dann, und das ist dann auch so ein typisches Zeichen in Deutschland, wo er etwas später startet, mit einem zusammengeschnittenen Trailer, der aussieht wie eine Western-Comedy, versucht wird, auf lustig zu trimmen, was er beileibe nicht ist. Er ist weder lustig, er hat zwar Momente, wo man lacht, aber es ist ein sehr sarkastischer Humor. Es handelt von zwei Brüdern, und deren Nachname Sisters ist, und sie nennen sich deshalb Sisters Brothers. Sie beide sind im Kopfgeldbusiness unterwegs, haben einen Hauptarbeitgeber, den Commodore, für den sie schmutzige Jobs erledigen. Und so fängt der Film auch direkt an, wird gezeigt, wie sie da so eine Sache dann durchführen. Sie sind jetzt, ich glaube, sie selber empfinden sich gar nicht als so wahnsinnig brutal, eher nur als gründlich und konsequent, wenn sie beauftragt werden, ne, irgendwen aus dem Weg zu räumen. Ihr neuer Job ist es, einen Menschen zu finden, der mit einem Track Richtung Westen in die großen Goldgräberregionen unterwegs ist, der, weil ihr Chemiker ist, eine Flüssigkeit bei sich hat, die er erfunden und angemixt hat, mit der man Gold in den Flüssen sozusagen sichtbar machen kann und damit natürlich ruckzuck so ein Fluss von seinem Gold befreien kann. Das passt dem Auftraggeber gar nicht und er möchte eigentlich lieber selber diese Rezeptur haben und schickt die beiden los, diesen Menschen einzusammeln und zu entsorgen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Weil sie aber sehr weit weg entfernt sind, wird ein anderer Mensch, der dort in der Nähe ist und von Jake Gyllenhaal gespielt wird, beauftragt, ihn erstmal ausfindig zu machen. Weil es ist ja kein Internet, sondern der soll gucken, wer es ist, hat nur grobe Daten, wie er aussehen soll oder was für ein Typ er sein soll. Und er findet ihn. Und so entwickelt sich so eine Konstellation von zwei, die sich zum Schein anfreunden, weil der von Gyllenhaal gespielte Kontaktmann natürlich nicht sagt, schönen guten Tag, ich soll sie ausfindig machen, damit wir sie nachher entsorgen können, freundet sich mit ihm an, spielt ihm was vor, lernt ihn kennen und sie beiden freuen sich sogar ein bisschen miteinander an, während die beiden Auftragskiller ihnen hinterherreisen und versuchen, sie einzuholen. Das Ganze mündet darin, dass sie irgendwann mal alle vier zusammen sind und so eine Art Quartett bilden. Quartett aus vier unterschiedlichen Menschen, die trotz großer Unterschiede auch viel Gemeinsamkeiten haben. Und wie das Ganze endet, werde ich jetzt nicht sagen. Es ist ein Film, der ständig auf eine sehr unglamouröse Weise ganz, ganz tolle Bilder aber produziert. Also ich hätte gerne eine Fernbedienung im Kino gehabt, wo ich diesen Film alle paar Sekunden angehalten hätte, um in so einem Bild zu schwelgen. Das hat mit Landschaften zu tun, mit Bahnlinien, mit Westernstädten, mit Reiterszenen, mit Gesichtern vor allem. Denn neben Jake Gyllenhaal, die beiden Sisters Brothers werden von John C. Reilly und Joaquin Phoenix gespielt. Brüder, wie man sie besser nicht spielen kann, denn sie sind spürbar verbandelt als Brüder und trotzdem grundunterschiedlich und repräsentieren zwei unterschiedliche Lebensprinzipien. Ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen. Das sind alles so Sachen, die gar nicht sehr aufdringlich sind. Denn Leute, die diesen Film oberflächlich gesehen haben, und das müssen viele gewesen sein in Amerika, haben da nichts drin sehen können in dem Film. Sind an dem so, was ist denn hier, was war denn da, verstehe ich nicht, muss schlecht sein. Was absolut nämlich nicht ist, ein Film, der mich gefesselt hat, ohne dass da drin irgendwelche großen Schauwerte außer gut konstruierten Bildern, ganz tolle Kadrage vom Kameramann, aber es gibt eben jetzt nicht
es sind eben keine Superhelden im Bild, es sind keine Raumschiffe dabei oder sowas. Es sind auch nicht schöne Menschen, aber interessante Menschen, interessante Gesichter. Man sieht zum Beispiel Rutger Hauer mal wieder in einem Film, was einen ja auch sehr freut. Ist übrigens erstaunlicherweise eine französische Produktion, denn Jacques Audiard, glaube ich, spricht er sich aus, hat ihn inszeniert. Und also, das sind Filme, die mich viel mehr beeindrucken als die, die es versuchen, mich zu beeindrucken und dann nur in Plattitüden sich rumwälzen und mit den üblichen Feuerwerkseffekten versuchen, mich zum Staunen zu bringen. Das ist nett, aber dieser Film hat eine tiefere Spur hinter mir, in mir hinterlassen. Ich will jetzt da keinen reinquatschen, da reinzugehen, aber ich glaube, der oder diejenige, die ähnlich tickt und auch gerne durch diese Bilder in diese Handlung reinschaut, fühlt sich vielleicht angesprochen, es dann zu tun, sich diesen Film mal anzusehen. Dass der bei Festivals gut abgeschnitten hat, kann ein Indiz dafür sein, dass ich nicht ganz daneben gelegen habe, wenn ich ihm eine gewisse Qualität zuspreche. Du, mega. Vor allem auch der Cast ist ja der Hammer, ne? Also, ich meine, dieses Cast allein ist ein Hammer, wirklich. John C. Reilly kann so dermaßen gut spielen. Ich freue mich übrigens auf seinen Oliver Hardy in Stan und Ollie. Ne? Oh, der Trailer macht mich dermaßen rattig. Ich will diesen Film endlich sehen. Joaquin Phoenix, da muss man eigentlich auch nicht viel drüber sagen. Der Mann ist eine Granate. Und Jake Gyllenhaal als smarter Desperado, der da auf sehr schleimige Art und Weise sich an jemanden ranmacht. Toll. Und was aus diesen vier Leuten, also als Charaktere wird im Laufe dieser Handlung, das ist der interessante Teil. Und alles lockt das Gold. Alle haben Träume, alle haben Sehnsüchte. Und diese Kreuzungslinie scheint Gold zu sein, mit der jeder glaubt, sein Leben perfekt machen zu können oder seine Sehnsüchte erfüllen zu können. Aber ne, wie im echten Leben ist Traum und Wirklichkeit nicht das Gleiche. Ja, also ich weiß, dass es bei uns, glaube ich, schon ein Problem ist, den Film überhaupt irgendwo zu Gesicht zu bekommen. Also klar, du, wenn du in der Großstadt wohnst oder so, wird das wahrscheinlich kein Thema sein. Also ich glaube, ich muss mal bei uns gucken im Cineplex, ob der da überhaupt läuft. Ich habe ihn nicht gesehen bewusst. Also der wird wahrscheinlich nicht so den breitesten Start leider haben. Ja, bestimmt nicht. Und wenn es unter der Genreüberschrift Western läuft, ist es in Deutschland sowieso fast so schwer wie mit einem Sportfilm. Das sind zwei Genres, die in Deutschland irgendwie, egal was letztendlich dahinter ist. Ich weiß noch, wie schwer es Million Dollar Baby es hatte, weil es immer hieß, das ist ja ein Film über Boxen. Bis die Leute endlich mal kapiert haben, dass dieser Film eine ganz andere Geschichte erzählt, nur im Boxmilieu spielt. Ja, aber, ja, und vor allem, das funktioniert ja. Creed läuft ja auch gut oder lief gut. Ja. Also, ne? Oder Rocky, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, also ich will den jetzt auch sehen und ich muss mal gucken, wo der läuft. Ich habe da auch Lust drauf. Ich mag auch John C. Reilly. Hast du Holmes gesehen, der so zerrissen wurde? Der ist zu Recht zerrissen worden. Ich als großer Holmes-Fan habe zwar die ein oder andere Anekdote gefunden, aber das hat nicht gereicht, um mir das Fremdschämen in diesem Film irgendwie wieder schön zu reden. Der Film ist nicht der Rede wert. Man sollte den Titel nicht mal komplett aussprechen. Es ist schade, dass der so in die Binsen gegangen ist. Man hat versucht, so ein bisschen anarchisch, mit anarchischem Humor ranzugehen. Es hat leider nicht funktioniert. Es wird weder dem Freund der Holmes-Geschichten gerecht, noch dem Freund von anarchischen Geschichten. Und insofern hat man sich ganz gepflegt und schwungvoll zwischen die Stühle geworfen. Und es ist nichts dabei rausgekommen, was es erwähnenswert macht. Ja, noch nicht mal Netflix wollte ihn haben. Ne? Ich weiß, dass die den ja auch Netflix angeboten hatten, dass er dann statt Kino direkt auf Netflix kommt, aber hatten selbst die kein Interesse. Und das soll schon mal was heißen, wenn man bedenkt, dass da auch die grützigsten Adam Sandler-Komödien zuletzt produziert worden und gezeigt worden sind. Ne? Aber eigentlich finde ich das Duo immer sehr cool zwischen Will Ferrell und John C. Reilly. Ja, natürlich. Das ist wirklich schade, weil Potenzial an Schauspielern und an Ideen oder ich meine, was der Kosmos um Hopes und so weiter hergibt, das ist ja unendlich. Ich weiß, ich habe auch keine Lust gehabt, lange darüber nachzudenken, warum er so schwach war, weil es wirklich danach, du bist froh, wenn du da wieder raus bist. Ja,
Kann ich absolut dann nachvollziehen. Gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ja, hast also nicht alles verkehrt gemacht im Leben, siehst du. Scheinbar, ja, super. Apropos Western, ja. Ich habe da eine schöne Überleitung, denn Western, sagtest du ja schon, kommen ja eh nicht mehr so häufig vor. Nee. Ich habe jetzt, oder wir haben jetzt bei uns auch nochmal ein kleines bisschen Eigenwerbung für die Hörer, die aus dem groben Umfeld Lippstadt-Paderborn kommen. Wir haben jetzt eine neue Reihe, die heißt Kultkino und die ist jeden ersten Sonntag im Monat um 12 Uhr. Und das erste Mal lief es jetzt Anfang März, da war ich auch zugegen. Vielleicht haben es auch einige über die sozialen Medien gesehen, da habe ich ein paar Fotos gepostet. Mhm. Da lief nämlich Ghostbusters, ja, der erste Ghostbusters. Ich habe es auf Facebook gesehen, da gab es Fotos und ein paar Clips, ne? Clips, genau. Da war die Ghostbusters German Division mit dabei, in voller Montur, das war sehr cool. War in der Summe echt ein schöner Mittag und Frühnachmittag, sag ich mal, mit Gleichgesinnten ein bisschen geschnackst. Da waren auch noch zwei Kollegen. Nochmal Ghostbusters auf der Leinwand sehen, ach, hätte ich's gewusst. Kannst du schon verraten, was nächsten Monat? Ja, das wollte ich jetzt gerade, denn jetzt kommt ja der Schwung zum Western. Ja, gut. Am 7. April wird das nächste Mal sein und da läuft Spiel mir das Lied vom Tod. Oh, habt ihr die Breitbandversion? Weißt du das schon? Das kann ich aber rauskriegen. Ich sitze an der Quelle, kann ich dir sagen. Also wenn ihr das habt, dann miete ich einen Bus und komme mit mehreren Leuten. Weil CinemaScope auf Leinwand zu sehen, das kannst du mit einer noch so guten Anlage zu Hause nicht simulieren. Es ist wirklich ein Kinoerlebnis, ein nur Kinoerlebnis. Der Film sowieso, darüber müssen wir nicht reden. Für mich ist er der Western, Ende. Obwohl er nun mal eher europäischer Machart ist, aber er ist für mich der Western. Aber CinemaScope, und es gibt eine CinemaScope-Fassung von dem Film, ob die verfügbar ist, ich weiß es nicht, ist natürlich, ich habe irgendwann mal übrigens Lawrence von Arabien, als es das Kölner Filmfestival noch in ganz jungen Jahren gab, mal auf der ganz großen Leinwand in CinemaScope gesehen. Ich bin wochenlang mit glasigen Augen durch die Stadt geirrt und habe gedacht, wie langweilig ist die echte Welt dagegen. Das ist so beeindruckend. Gut, ich bin mir nicht sicher, mit CinemaScope meinst du noch dieses noch schmalere, ne? Ich glaube, das war bei Hateful Eight 70, auch, ne? 70 Millimeter. 70 Millimeter, ne? Ja. Also eine 70mm Kopie werden wir definitiv nicht haben, weil wir haben kein Gerät, womit wir eine 70mm Kopie abspielen können. Das kann auch ein Änderungsgrund sein, das stimmt. Aber ich mache mich mal schlau, welche Version oder welche wir da genau zeigen. Aber generell ist das eine coole Reihe, da kommen natürlich auch noch Filme wie Der Weiße Hai und. Also Kultfilme, da kommen noch ein paar nette echte Sachen. Kultfilme, ja, Klassiker, Kultfilme, genau. Kultfilme, das ganz, ganz große Kino also. Ja, und das machte halt Spaß und ich fand halt auch schön mal, wie du gerade sagtest, auch den ersten Ghostbusters mal wieder auf der Leinwand, oder was heißt mal wieder, ich muss ja gestehen, ja, da war ich noch zu jung. Ich habe mich gerade verraten. Ja, ich habe ihn leider noch nie auf der Leinwand gesehen und von daher hatte ich mich umso mehr gefreut, dass wir mit dem Ghostbusters an der Stelle angefangen haben. Genau, das ist eine Co-Produktion oder im Grunde ja von unserem Cineplex natürlich und die lieben Kollegen von Bereits Gesehen. Das ist ein Blog im Internet, die auch Kritiken verfassen, auch Podcasts machen. Mit den Jungs wollte ich auch mal was machen, mit denen habe ich schon mal gesprochen. Die co-supporten das oder sind dort mit. Ich weiß gar nicht, wie es sich heißt, aber die bringen das mit ins Kino. Ja, wie auch immer. Okay. Genau, und deswegen Western, daher kam ich gerade da drauf, ja, weil das ist dann halt mal wieder der ganz klassische Western. Ist ein Italo-Western in dem. Ja, Sergio Leone. Also im Grunde genommen ist dieser Film, ist die Entstehungsgeschichte und der Background zu dieser Story, zu diesem Film fast so interessant wie der Film selber. Vielleicht schafft es ja jemanden zu finden, der ein bisschen im Vorfeld bei einer schönen Anmoderation darüber doziert. Das ist nämlich gerade der Punkt. Wir hatten schon überlegt, zusammen mit meinem Chef habe ich schon mal drüber gesprochen oder überlegt, was kann man denn machen. Bei Ghostbusters war es jetzt recht einfach mit den Jungs von der Ghostbusters Division. Bei Spiel mir das Lied vom Tod, wenn du Ideen hast, gerne. Wir waren dann schon überlegen, den Tod einzuladen, aber der ist nicht verfügbar.
Kennst du jemanden, der da irgendwas dozieren oder was drüber erzählen könnte? Es gibt Leute, die Filmwissenschaften studiert haben, Filmkritiker sind oder sonst einfach ein besonderes Verhältnis zu diesen großartigen Filmen hat. Ich will mich da gar nicht so nach vorne spielen. Da gibt's reichlich Leute, die sowas machen könnten. Und es lohnt sich wirklich, da so mal ein paar Anekdoten zu erzählen. Alleine das Henry Fonda in diesem Film mitspielt. Dazu gibt es einfach viele schöne Dinge zu erzählen. Denn dieser Mann war zu dieser Zeit nach einer Weltkarriere eigentlich schon längst abgeschrieben. Der galt als nicht mehr kassentauglich im Grunde genommen. Und wenn du dir den Film anschaust, wirst du merken, wie lange man braucht, bis man das erste Mal sein Gesicht sieht. Weil er wird immer noch von hinten gezeigt. Er hatte nämlich bis dato auch übrigens nie den wirklichen Bösewicht gespielt. Das hat das amerikanische Publikum nahezu zerrissen, dass ihr Held von damals, ihr Guter, plötzlich das Böse sozusagen, den Western Darth Vader gibt. Ich sehe schon. Ich werde mal mit meinem Chef sprechen, ob er schon jemanden hat. Also du wärst am 7. April verfügbar. Ja? Das habe ich in dieser Stelle noch nicht wirklich nachsehen können. Aber wenn es geht, würde ich es definitiv tun. Aber da müssen wir später drüber reden. Machen wir. Super. Dann habe ich da aber auf jeden Fall eventuell jemanden an der Hand. Das wäre ja mega. Das würde mich freuen. Super, okay. Jetzt haben wir fast schon den Ball verloren. Ich nehme dir mal wieder auf. Was habe ich denn im Vorgespräch gesagt, was ich noch sagen, welchen Film ich noch gesehen hatte, Captain Marvel hatte ich, Escape Room. Sonst mach du erst noch bist einen. Du, ich muss noch mal ich weiß gar nicht, ob gehen. Er noch läuft. Er sollte laufen, finde ich. Ob du Wise, der zweite Mann, gesehen hast. Wyoming im Jahr 1963. Der 22-jährige Richard Bruce, genannt Dick Cheney, schlägt sich, nachdem er sein Studium in Yale wegen ständiger Saufgelage vorzeitig beenden durfte, als ungelernter Arbeiter mehr schlecht als recht durch. Weil sich sein Trinkverhalten trotzdem nicht ändert, wird er mal wieder wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Seine Ehefrau Lynn zieht die Reißleine. Hörst du? Entweder du wachst jetzt auf, zeigst Stärke, du beweist wieder Rückgrat, und du hast die Courage, etwas aus dir zu machen, oder ich bin weg. Es gibt ein Dutzend Kerle und ein paar Professoren an der Uni, die mich nehmen würden. Ich liebe dich, Lynn. Dann beweis es! Erstaunlicherweise ergattert Cheney daraufhin ein Praktikum in Washington. An der Seite von Donald Rumsfeld beginnt er schließlich eine steile politische Karriere und wird schon bald Verteidigungsminister unter George Bush Senior. Als dessen Amtszeit endet, ist auch Cheney erstmal ohne Amt und Würden. Doch dann lädt ihn George W. Bush auf seinen Landsitz ein, um ihm ein Angebot zu machen, das man eigentlich nicht ablehnen kann. Ich will Sie als mein Vize. Sie sind die Lösung für mein Problem. Ich war schon Verteidigungsminister und ich war Stabschef im Weißen Haus. Vizepräsident ist hauptsächlich ein symbolischer Job. Ja, klar. Ich verstehe, dass das nicht unbedingt verlockend für Sie ist. Andererseits wird das Amt des Vizepräsidenten auch definiert vom Präsidenten. Und vielleicht kommen wir da zu einer anderen Interpretation. Und das ist der Moment, in dem ein unscheinbarer Studienabbrecher still und leise zum einflussreichsten Mann im Schatten eines Präsidenten wird, der eigentlich zu wenig Substanz hatte, um überhaupt einen Schatten zu werfen. 8 Jahre lang zog Dick Cheney hinter ihm die Fäden und war so letztendlich der Kopf hinter zahllosen Regierungsentscheidungen, die den Lauf der Welt beeinflusst haben. Aber keiner hat bisher die Welt die wahre Macht eines US-Präsidenten spüren lassen. Wenn diese schier unglaubliche Geschichte nicht wahr wäre, man hätte sie erfinden müssen. Aber der Film leistet mehr als einen Blick hinter die Kulissen der ganz großen Politik. Er zeigt auch, dass sich selbst Entscheidungen von globaler Wichtigkeit oft auf einen zutiefst zerrissenen und unsicheren Charakter runterbrechen lassen. Und dass man es sieht, verdanken wir Christian Bale, der die Titelfigur in beeindruckender Intensität spielt. Völlig zu Recht wurde er für seine Rolle, für die er sich bis zur Unkenntlichkeit verwandelt hat, nach dem Golden Globe nun auch für den Oscar für die beste männliche Hauptrolle nominiert. Ob allerdings er oder sein härtester Konkurrent Rami Malek für Bohemian Rhapsody morgen Nacht jubeln wird, werden wir erst erfahren, wenn man den Umschlag geöffnet hat. Das klingt gut. Weil er wirklich sehenswert ist, denn
Christian Bale, der hier die Hauptrolle spielt. Vize. Ne? Dick Cheney. Er schlüpft in die Rolle des ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Dick Cheney. Und zeigt uns eine Figur, die alles, was sie tut, glaubt, im Guten zu tun, aber wie die Geschichte uns gezeigt hat, dass ein mittelschwerer Selbstbetrug ist. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie das äußerlich und auch innerlich von Bale verkörpert wird. Also es hat nicht umsonst, würde ich sagen, war er auf der Nominiertenliste. Ich glaube, bekommen hat es doch, Mr. Bohemian Rhapsody, ne? Malek, genau, danke. Gerne. Ich wollte gar nicht so viel drüber sagen, weil er ist ja doch schon seit einigen Wochen im Rennen und vielleicht läuft er auch gar nicht mehr. Das ist das Problem als Filmkritiker. Du siehst die Filme vorher, sie laufen an und du kriegst gar nicht mit, was momentan angeboten wird, weil ich selten bis gar nicht so ins Kino zu normalen Uhrzeiten gehe, wo man gucken kann, was läuft denn so gerade hier alles. Ne? Ja, das habe ich echt so ein bisschen Defizit. Natürlich. Ja, bei kleineren Filmen gebe ich dir recht. Bei den großen ist es ja meistens mittlerweile echt so, dass die PV oder die Presseverführung wirklich 3-4 Tage vorher maximal ist. Ne, das ist streckenweise sehr, sehr eng davor. Mit ein bisschen Vorlauf konnte ich übrigens den Film, der jetzt letzten Donnerstag angelaufen ist, Destroyer, sehen. Erin Bell ist Polizistin in Los Angeles. Doch seit einem Undercover-Einsatz vor 17 Jahren, bei dem sie sowohl körperlich als auch seelisch schwer verletzt wurde, ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ein Wrack, das in einem Meer aus Schmerzen und Selbstmitleid steuerlos umhertreibt. Doch nun zerrt ein aktueller Fall die Vergangenheit wieder ans Licht. Denn eine verschollen geglaubte Person ist wieder zurück. Silas. Er ist der Grund dafür, warum Erin wie ein Zombie durch ihr Leben stolpert. Damals war sie die Geheimwaffe des FBI, die Silas Bande infiltrieren sollte. Wir schleusen da einen verdeckten Ermittler ein. Die wird gut aussehen neben unserem Jungen. Erin hängt sich richtig rein in ihre neue Rolle. Vielleicht ein bisschen zu viel. Ihr nächster Coup, ein Banküberfall, bei dem sie mitmachen soll, soll komplett gewaltfrei ablaufen. Was aber nicht einfach ist, wenn der Kopf der Truppe ein unberechenbarer Choleriker mit einer automatischen Waffe ist. Der Überfall gerät massiv aus dem Ruder. Es gibt Tote. Innerhalb von Sekunden wird aus einem großen Abenteuer aus Geld, Erotik und Gefahr ein Inferno, das Leben zerstört. Selbst wenn man mit heiler Haut davongekommen ist. Nach diesem Fiasko ist nicht nur Erins Karriere am Boden, auch ihr Privatleben zerbricht, sowie das Verhältnis zu ihrer Tochter. Erst als es ihr gelingt, sich ihrer Tochter zu öffnen, finden die beiden Frauen einen Weg zueinander. Ich musste mich immer nur durchboxen, voller Neid, Hunger und Angst. Ich möchte irgendwas finden, was Schönes. Das war jetzt schon fast ein Spoiler, denn dieser Dialog findet kurz vor Ende des Films statt. Aber keine Angst, es warten noch einige Überraschungen auf sie. Schließlich will Erin die Gelegenheit nutzen, um ihre Sünden von einst wieder gut zu machen. Koste es, was es wolle. Destroyer ist ein packender L.A.-Noir-Thriller, eine Mischung aus Cop-Movie und Sozialstudie. Ihn mit Dirty Harry, Sieben oder Heat zu vergleichen, würde allen nicht gerecht werden. Dafür ist auch Destroyer zu einzigartig, spielt aber durchaus in derselben Liga. Der Film besticht aber nicht nur, weil eine sensationelle Nicole Kidman über alles, was sie bisher gemacht hat, weit hinausgeht. Die körperlichen und seelischen Qualen von Erin sind sicht- und spürbar. Ich möchte gern eine Sache gut machen. Das hat sie, aber Destroyer hat auch das traurigste Happy End seit sehr, sehr langer Zeit. Und konnte mir meine Gedanken machen. Ich musste gar nicht lange denken. Ich musste meine Gedanken nur sortieren, weil man steht ja dann immer in der Pflicht, auch Worte dafür zu finden. Und erst recht, wenn es dich schwer getroffen hat. Und das im positiven Sinn. Denn Destroyer ist ein Film, der beeindruckt. In der Hauptrolle sehen wir Nicole Kidman in einer unglaublichen Rolle, denn sie spielt eine Polizistin, die vor ungefähr 17 Jahren als Undercover-Polizistin eingesetzt war und in einer Bande. Und als diese Bande einen Bankraub begeht, der natürlich völlig gewaltfrei ablaufen soll,
Das geht aber nicht gut und es wird ein Desaster. Es gibt Tote, es gibt Menschen, die danach zerrüttet sind und sie ist eine davon. Sie kommt mental nicht mehr auf die Füße, ihre Familie zerbricht, ihre Liebe ist am Ende und seitdem ist sie mehr oder weniger so eine Art untote Gestalt bei der Polizei. Und plötzlich taucht ein Fall auf, der ihr Indizien liefert dafür, dass der Mann, der das damals alles sozusagen versiebt hat, wieder auf der Bildfläche erscheint und sie sozusagen die Möglichkeit bekommt, ihr Karma zu reinigen. Und dafür nimmt sie jetzt einiges in Kauf. Auch das wieder. Der Film ist auch an mir, also der läuft jetzt gerade, weißt du das? Oder der ist jetzt am Donnerstag gestartet, sagtest du. Ich habe gerade Probleme mit meinem Kopfhörer gehabt, deshalb habe ich dich nicht gehört. Hast du mit mir gesprochen? Ich sagte nur, ich bin überrascht, welche Filme momentan irgendwie an mir fast von vorbeigehen, weil sie irgendwie bei uns momentan scheinbar kaum gespielt werden oder... Ich muss mal echt gucken, wo der Film, finde ich super spannend, aber irgendwie läuft der bei uns auch, glaube ich, nicht im Kino. Also gut. Es ist keine leichte Kost, dieser Film, denn er ist ein groß. Nicole Kidman ist. Normalerweise reicht der Name schon. Ja, aber dann will man sie in anderen Rollen sehen, nicht als Wrack. Und sie spielt dieses Wrack sehr, sehr überzeugend. Und sie ist sich auch nicht so schade dafür, sich auf dem Plakaten sozusagen in ihrer schlechtesten Verfassung sozusagen abbilden zu lassen, diesem Charakter. Ich weiß nicht, ob das Leute ins Kino lockt. Tja. Ja gut, davor war sie in Aquaman die Schöne. Ja, es ist erstaunlich, wie kaputt die Frau hier aussieht. Es ist unglaublich, wie diese der Körper es auch sagt, wie kaputt sie ist. Und man spürt, wie diese Energie wieder reinkommt, als dieser Funke aufflammt. Ich kann die Sachen ja nicht reparieren oder mich rächen. Es ist so von allem etwas. Aber da erscheint in ihrem sehr finsteren Leben ein Licht am Ende des Tunnels. Und aus einem körperlich und mentalen Wrack wird eine Frau, die mit aller Gewalt versucht, begangenes Unrecht wieder beizubiegen. Ich will nicht so viel verraten. Es gibt ein paar Twists in diesem Film und da kann man auch nur den Hut vorziehen, die wirklich gelungen sind. Und jetzt kleiner Spoiler-Alarm, weil dieser Film ein ganz bittersüßes, aber trauriges Happy End hat. Eins, wie ich es seit langem nicht mehr so gesehen habe. Ich würde es sogar für diesen Film als perfekt beschreiben. Obwohl es sich auch nicht aufdrängt. Aber das ist auch ein Teil der Perfektion, da kein dickes Ding draus zu machen, sondern eine Rundung für eine gute Story zu finden, die die Sache nochmal wirklich auf den Punkt bringt. Aber du merkst, ich laviere um konkrete Begriffe rum, weil ich möchte niemanden, der in diesen Genuss kommt, um den Spaß bringen. Ja, Spaß ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch ein bisschen albern, aber um das Vergnügen, diesen Film auch bis zum Schluss zu genießen. Denn bis zum Schluss passieren Dinge. Und von Nicole Kidman kann ich nur den Hut ziehen und ich wundere mich, dass sie dieses Jahr zwar für den Golden Globe, aber ich glaube nicht für den Oscar nominiert war, ne? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich glaube nicht. Nee. Nö, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es ist sehr beeindruckend, was sie ja macht. Das ist kein Mimikry, so nach dem Motto, ich muss sie mal dringend was für meine Oscar-Bilanz tun, sondern sie zeigt hier wirklich schauspielerische Größe. Cool. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Wird geguckt. Ja, mach das. Ich hätte noch zwei Dokumentationen. Ah. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Doku-Fan, also der auf jeden Fall nicht einer, der dauernd Dokumentation schaut, aber ich habe mir dann doch, gerade während ich krank war, mir mal die Muße gegeben und habe mir mal zwei Dokumentationen auf Netflix angeschaut. Einmal die Dokumentation, das war eine vierteilige Dokumentation, die Ted Bundy Tapes über den Serienkiller aus den 70er, Anfang 80er Jahren, Ted Bundy. Das waren wirklich Originalaufnahmen von ihm, wie er im Knast, auch ich glaube kurz vor der Hinrichtung, interviewt worden ist und wo man echt lange erst gemerkt hat, dass er überhaupt keine
Einsicht hat und man hat parallel immer mit Zeitsprüngen gearbeitet und hat zurückgespult quasi und hat auch wirklich diesen Tathergang nachgebaut oder nachgestellt, jetzt also nicht wirklich gezeigt, sondern wirklich alles Originalaufnahmen, und man hat ihn auch dann gesehen, wie er aus dem ersten Knast ausgebrochen ist und dann auch nochmal Leute umgebracht hat, und dann ist er noch ein zweites Mal ausgebrochen, also der hat es damals echt schon drauf gehabt, in Anführungsstrichen, und dann auch nachher dann die Leute, die wirklich am Tage seiner, wie er auf den elektrischen Stuhl kam, wirklich da vor der vor dem Gebäude stand und Burn Bundy Burn und Schilder hochgehalten haben und. Also fand ich sehr interessant. Das wäre für mich auch mal eine Idee für, es gibt die Serie American Crime Story. In der ersten Staffel ging es um O.J. Simpson, auch mit John Travolta in der Hauptrolle und. Oder Cuba Gooding Jr. Und in der zweiten Staffel ging es ja um Gianni Versace über den Mord. Ja. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man auch diese Ted Bundy-Story genau in so einen American Crime Story super reinbringen könnte. Aber auch die Dokumentation, gerade ich dachte mir auch erst, oh, nur über diese Tapes und viel, viel Erzählerei, das könnte anstrengend werden, aber nee, ging echt so weg und war einfach extrem interessant dafür, dass dieser Mann eigentlich so intelligent auch sich verkauft hat und rübergekommen ist. Was er dann aber doch schon scheinbar für Probleme gehabt hat. Ne? Ja. Weiß nicht, hast du das damals mehr mehr mitbekommen noch? Du hast mehr mitbekommen. Du bekommst ja immer wieder mal was mit, weil diese Figur eine von denen ist, die für viele Serienkiller-Figuren als Anleihe benutzt wird. Du kriegst auch immer wieder mal in irgendwelchen Dokumentationen dann unter anderem auch über ihn was mit, und natürlich ist der Name einem zuerst begegnete bei der schrecklich netten Familie. Ja, sein Bruder Al. Ja, Al Bundy, der sich ja namentlich darauf bezieht. Aber was war denn da damals die Idee dahinter? Warum hat man denn ich weiß es nicht. Ich glaube, schlechter Geschmack. Sympathische Hauptfigur Bundy genannt. Ja, fand ich auch krass. Ja. Naja, aber bis dato war mir eigentlich gar nicht ganz klar. Aber es gibt diverse Sachen, ne, die sich auf sein Verhalten beziehen und immer wieder. Ich glaube, er ist sogar kopiert worden von echten Tätern. Seine Methoden, und was ja auch bekannt ihm ist, glaube ich, hat auf einen Anwalt verzichtet in den Prozessen, ne? Weil er sich ja selber verteidigt. Also eine Mischung aus Größenwahn, nicht unintelligent, aber ein völliges Defizit in moralischen und sozialkompetenten Dingen. Da war ja nichts im Grunde genommen, weil er war selbstherrlich und überheblich aufgrund der, sagen wir mal, nicht leugnbare, aber auch nicht übermäßigen Intelligenz. Er war ja jetzt noch nicht wirklich jemand, der, wie er glaubte, alle in die Tasche stecken könnte. Ja, nee, er hat es geglaubt vielleicht, aber er hat halt Jura studiert, ne, und wollte, glaube ich, selber Richter werden, und so schnell ging's, ja. Das ist die eine Dokumentation, jetzt in Anführungsstrichen etwas harmloseres, nämlich Fire, geschrieben FYRE. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hattest. Lustigerweise ist es bei mir auch komplett an meiner Filterblase Twitter und wo auch immer vorbeigegangen. Da geht es um das sogenannte Fire Festival. Sagt mir nichts, ehrlich. Auch noch nichts gehört. Ach, guck mal, das ist ja spannend. Dann, also das Fire Festival ist eigentlich sollte ein Luxus-Music Festival werden, von Billy McFarland. Das ist der CEO von der Fire Media Inc. Der und der Rapper Ja Rule, den kennt man vielleicht, die beiden haben das so mit am Anfang organisiert, und die Idee war eine, von Pablo Escobar, eine Insel haben die gekauft, oder haben sie jedenfalls behauptet, sie hätten eine Insel gekauft, auf der ein riesen Luxus-Festival stattfinden soll, mit nur, also in diesen Werbetrailern, die du auch noch immer noch finden kannst, waren dann halt auch nur Models zu sehen und Party und Alkohol, so wie auf so einer Bacardi-Insel, ne? so ungefähr. Und das war natürlich vielversprechend. Ja. Und die haben da dann wirklich Wohnungen oder so Luxus-Apartments für Zehntausende von Dollar schon vorab halt verkauft, vermietet. Nein, vermietet, nicht verkauft, vermietet für dieses Festival. Und ja, da wird wirklich genau gezeigt, wirklich alles Originalaufnahmen, wie das am Anfang gemacht worden ist und geplant worden ist.
Und dann konnten sie nicht die Insel nehmen, mussten dann doch ans Festland, weil die Insel, das hätte diese, die wollten, ich weiß gar nicht wie viele, aber viel zu viele Leute sollten da hinkommen, das hätte gar nicht logistisch alles funktioniert. Achso, ich glaube 4000 waren es, genau, 4000 Leute, 2017 war das übrigens, also gar nicht mal so lange her. Und ja, dann haben sie notdürftige irgendwelche Zelte aufgestellt, die Zelte sind aber durch den Regen einen Tag vor Start komplett pitschnass geworden, die Matratzen drin waren nass, ja, und dann kamen die ganzen Influencer und möchte gern Superstars dahin und auch Blink 182 hatte abgesagt und, also das ist ein riesen Reinfall geworden. Und ja, jetzt mittlerweile, ich glaube, er wurde zu 6 Jahren Knast verurteilt, weil er noch mehr solche Sachen gemacht hat. Aber es ist einfach, es ist, ich glaube, 90 Minuten eine Doku, musst du dir mal anschauen. Das ist okay. Einfach so absurd, was die da geplant haben von diesem Fyre Festival. Es ist einfach, muss man sich einmal angeguckt haben. Es ist unglaublich. Mehr kann ich da nicht sagen. Vielleicht der rote Faden zwischen diesen beiden Dokus einfach Größenwahn sein? Ja, vielleicht, ja. Also, das kann vielleicht sein. Ja, der Billy McFarland, der war wohl so ein App-Entwickler, Fyre-App. Und die lief so gut und dann hat er sich halt, aber der hat auch alle Leute, auch die ganzen Sponsoren hat er komplett über den Tisch gezogen. Der hat da Gelder organisiert, die dann verbrannt hat Geld ausgegeben, was er gar nicht hatte und. Also, das war von vorne bis hinten komplett vernatzt. Aber gerade wenn man am Anfang die Werbung und die Trailer und die ganze Werbekampagne und die PR sieht, das ist schon der Hammer, wie die Leute quasi echt alle über den Tisch gezogen haben, die dann wirklich sogar dahin geflogen sind. Na, naja, das würde ich auf jeden Fall allen gerne mal ans Herz legen, die das noch nicht gesehen haben. Fyre auf Netflix über das Fyre Festival. Na gut, was haben wir denn noch am Programm? Ich glaube, am 21. startet die Fortsetzung von Iron Sky. Genau, da hattest du mir im Vorfeld schon gesagt, dass du diesen Film schon sehen konntest. Und, da bin ich extrem auf deine Meinung gespannt. Der hat lange auf sich warten lassen. Man hat auch nicht wirklich gesagt, warum der Start immer wieder verschoben wurde. Kann unterschiedliche Gründe haben, könnte man jetzt spekulieren. Lasse ich aber einfach mal, weil ich wirklich keinen Anhaltspunkt habe, um eine Spekulation halbwegs glaubhaft von mir geben zu können. Der Film führt im Grunde genommen die Handlung fort vom ersten Teil, den du ja auch kennst, und führt uns dann in seiner bekannt überzeichneten Art und Weise in die Erde, in die Hohlerde hinein, in der auch eine große Kolonie von Nazis sitzt und sich auf die Weltübernahme vorbereitet. Das Ganze ist, ich denke, die ersten konzeptionellen Treffen sind nach dem Motto entstanden, wir müssen das, was wir, womit wir beim ersten Mal begeistert haben, nochmal toppen und für noch mehr Effekte sorgen. Und als irgendjemand wo gesagt hat, jetzt brauchen wir aber auch noch eine Handlung, muss jemand gewunken haben, gesagt haben, ja, ich habe da so eine Idee, das machen wir so oder so. Also ich glaube, ich kann dir die Handlung jetzt nicht mal wirklich erzählen. Beziehungsweise ich habe sie dir gerade sozusagen erzählt, wenn das schon eine Handlung war. Aber ich glaube, wer in diesen Film geht, erwartet jetzt keine Geschichte in dem Sinne, sondern Szenen und Abläufe, inklusive ein paar neuer Figuren natürlich, gute wie schlechte, auch ein paar altbekannter Figuren, manche davon mit Schnauzbart und diesmal, wie wir ja von Trailern wissen, auch auf Reitdinosauriern unterwegs. Es gibt viel so Schmunzelbilder und witzige Sachen. Der Knalleffekt wie beim ersten Mal ist aber auch hier nicht reproduzierbar. Das haben wir schon bei vielen Überraschungshits gehabt. Das erste war ja auch ein reines Crowdfunding-Produkt, wo die Leute, die Idee hatten, ihre ganzen schrillen Ideen ausgelebt haben und nochmal so viel Schrillheit aus, jetzt sage ich mal, im industriellen Sinne zu erzeugen, fällt natürlich deutlich schwerer. Ich will keinem jetzt sagen, dass dieser Film es nicht wert wäre, gesehen zu werden. Denn was hat den ersten denn sehenswert gemacht? Dass er ein bisschen hemmungslos war,
das Ganze sehr auf die Schippe genommen hat, erstaunlich gute Effekte hatte für eine, ne, eine Produktion, die nicht aus dem großen Studio kam. Und all das erleben wir diesmal auch wieder. Also man wird einerseits nicht enttäuscht, andererseits bleibt ein bisschen was an Erwartung über, weil der Mensch ist, glaube ich, dazu angetan und neigt dazu, immer, ne, zu erwarten, dass es sich steigert. Es steigert sich ein bisschen, einigen reicht's, anderen vielleicht nicht. Ja, okay. Udo Kier spielt, glaube ich, auch. Natürlich, natürlich. Ne? Ohne den würde es, glaube ich, gar nicht gehen. nein, natürlich ist er dabei. Gibt es sonst noch bekanntere Schauspieler, die man erwähnen müsste? Nein, das ist, ne? Ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt im Augenblick wirklich nicht sagen. Aber mir fällt jetzt niemand ein. Also keiner, der jetzt wirklich einen großen Namen hat. Ja. Also wir spielen das sogar als Double Feature 1 und 2. Wie würdest du denn den zweiten im Verhältnis zum ersten deutlich schlechter? Nein, ich will ihn gar nicht als schlechter bezeichnen. Ich glaube, als Double Feature ist die beste Art, diesen Film zu sehen. Den ersten nochmal, ne, weil man Spaß dran hatte und nochmal Spaß hat oder vielleicht beim ersten Mal Spaß hat. Der zweite fügt sich lückenlos daran an und setzt den Wahnsinn fort. Ich glaube, mit Argumenten wie, da sind aber Löcher in der Handlung oder da ist ja irgendwas unlogisch oder wo ist denn jetzt wirklich der tiefere Sinn da drin, da hat man bei diesem Film eh nichts zu suchen. Ne, ich setze mich doch auch nicht in McDonald's rein und unterhalte mich über die richtige Kerntemperatur von Rindfleisch. Und das ist doch... Ja. Nein, also im Grunde genommen wäre das völlig verfehlt, jetzt hier Kriterien anzusetzen, die dieser Film überhaupt nicht sich selber gestellt hat. Er will unterhalten, er will in diesem Genre weitermachen, er hat da ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil ich glaube, nichts Vergleichbares auf dem Markt war und auch noch nicht ist. Und er soll auf eine sehr infantile Art und Weise mit diesem Genre Freude bereiten, albern sein, übers Ziel hinausschießen und macht er, ja. Okay. Ja, da gibt's noch einen, der irgendwann mal erscheinen soll, ne? Dieser Sky Sharks. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, mit diesen Nazis und Haien, die fliegen können. Lief der nicht schon? Frag ich jetzt mal ganz doof. Hast du den gesehen? Ich dachte, er läuft immer noch nicht. Also, wenn er schon gelaufen ist, dann mea culpa, dann habe ich das komplett verpasst, aber ich habe irgendwie den immer noch nicht gesehen, irgendwo. Aber du müsst ja eigentlich in eine ähnliche Trash-Schiene gehen, ne, mit Nazis und da in dem Falle halt Haie. Ja. Und hat auch so eine lange Produktionsgeschichte hinter sich. Ja, gute Dokumentarfilme brauchen ihre Zeit, ne? Nein. Ja. Nein, also, es ist unglaublich schwer, jetzt hier Maßstäbe anzulegen, weil Film ist zu eigenständig und zu wenig Eigeninteresse an Maßstäben. Weder von Udo Kier abgesehen, die Darsteller noch Regisseur sind Leute, die mit irgendwelchen, sagen wir mal, anderen Filmen oder großen Erfahrungen vorbelastet sind. Aber sie geben deshalb hier ihr Bestes und das ist durchaus sehenswert. Und man muss mit der richtigen Einstellung als Zuschauer da reingehen, um den Spaß zu empfinden. Ansonsten wird es einen nur nerven. Aber das ist ja bei vielen Dingen, die etwas extremer oder etwas spezieller sind, so, wenn man von vornherein das Gefühl hat, auf diese Art von Humor nicht zu stehen, dann sollte man sich das Ticket sparen, oder? Ja, sehe ich auch so. Also, mal schauen. Also ich glaube, wenn ich am Wochenende, obwohl am Wochenende bin ich schon richtig feig jetzt im Urlaub. Mal gucken, vielleicht hole ich ihn irgendwann nach. Urlaub macht der Feine her, so. Ja. Nächsten Donnerstag haben wir noch einen Start, der lang und heiß erwartet wird, nämlich We. Und das ist etwas, wie soll man sagen, wo ich auch noch mitgekriegt habe, dass alles darauf gewartet hat und bin pflichtschuldig in die Pressevorführung gegangen. Denn ich weiß nicht genau, was Jordan Peele vorher gemacht hat. Es muss
Sag es mir, sagen. Weil das muss eine große Bürde das sein. War dieser auch, ja, das war auch dieser Horrorfilm mit dem Schwarzen, der auch da in diesem Stuhl eingesunken ist. Ach, wie hieß er denn? Ach, Get Out. Natürlich. Der hat doch sogar einen Oscar bekommen. Echt? Meine ich, ne? Mein Gott, ja, ich krieg doch nicht mehr alles mit. Ja, man wird alt und hat. Aber Get Out hast du gesehen? Nein, deshalb. Der ist an mir komplett vorbeigesegelt. Okay. Den habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, Jordan Peele, nach dem großen Erfolg wird sein neuer Film erwartet. Und auch diesmal wieder ein vorwiegend farbiges Cast. Das Ganze spielt und es beginnt mit einem kleinen Rückblick in die Kindheit der Hauptdarstellerin, die ein traumatisches Erlebnis auf einem Rummelplatz am Strand macht und danach sehr wortkarg groß wird. Sie scheint irgendwas da mitgenommen zu haben, was uns erstmal nicht erklärt wird. Als Erwachsene kehrt sie mit Mann und Kindern in die Gegend zurück, um dort Urlaub zu machen, Strand, wie gesagt. Und von jetzt auf gleich werden sie in ihrem Urlaubsort, in ihrem Ferienhaus von einer Familie besucht, die ähnlich in ihrer Zusammenstellung ist wie ihre Familie und bei der die entsprechenden Figuren auch eine gewisse physische Ähnlichkeit zu ihnen haben. Nicht eins zu eins wie Zwillinge, sondern eine gewisse Ähnlichkeit. Und wir Zuschauer fangen an, uns zu fragen, was ist das? Weil es ist erstmal nicht ganz klar, denn diese Figuren sind nicht sehr auskunftsfreudig, aber entwickeln eine gewisse Aggressivität. Sie scheinen so eine Art dunkles Spiegelbild zu sein, wenn ich das jetzt mal so interpretieren darf. Der eine oder andere sieht es vielleicht anders. Auf jeden Fall sind sie nicht ungefährlich, denn ihr Anliegen ist es wohl, die eigentliche Familie irgendwann zu beseitigen. Und es kommt zu den entsprechenden Kämpfen und Auseinandersetzungen. Unsere Hauptfamilie kann sich in Sicherheit bringen, merkt aber auf ihrer Flucht, dass es anderen Familien dort in der Gegend ähnlich ergangen ist. Die wurden angegriffen von einer Doublette ihrer eigenen Familie. Es fällt mir schwer, dafür Worte zu finden, weil es ist nicht einfach zu erklären und es erschließt sich einem auch während des Sehens nicht sofort. Im Gegenteil, ich habe lange Zeit da gesessen, weil man sieht, wie diese Familien, diese Menschen aufeinander prallen und irgendwann anfangen, sich brutalst zu bekämpfen. Und du hast das Gefühl als Zuschauer, es geht hier nur um die Gewalt. Und das ging einem lange, also mir ging es lange Zeit so, dass ich dachte, sinnlose Gewalt, komplett sinnlose Gewalt. Es ging mir sogar schon auf die Nerven. Handwerklich toll gefilmt, schauspielerisch gut dargestellt. Aber dann erinnerte es mich so auch ein bisschen auch an Funny Games, ne, wo das Böse ins Heim bei Fremden eindringt und die Familie, familiäre Idylle zerstört. Ich hatte so Assoziationen auch zu anderen Filmen und ich merkte, wie dieser Film mir eigentlich immer mehr eigentlich nicht gefiel. Und wenn ich jetzt wirklich hinter dem Film einen Strich ziehen soll, müsste ich als negativ sagen, dass mir die Momente, die dieser Sache in Anführungsstrichen einen Sinn geben oder mir Möglichkeiten geben, darüber zu reflektieren oder es zu verstehen, mir etwas zu spät kommen. Ich habe zu lange in diesem Film gesessen und gedacht, das ist nichts für mich. Das ist sinnlose Gewalt. Weil ein guter Horrorfilm geht von meiner Meinung nach von irgendetwas aus, von einer These, von einem Setting, von einer Konstellation, die du dann erstmal so akzeptieren musst und aber die muss klar sein, meiner Meinung nach. Und die ist hier erstmal nicht klar. Warum ist das alles so? Keine Antwort, viel Handlung, beziehungsweise viel Flucht, viel Kampf, viel Flucht, viel Blut, viel Flucht, viel Kampf, viel Blut und noch mehr Kampf und noch mal Blut und noch mal Flucht. Und irgendwann denkst du, ergibt das Ganze irgendwann mal einen Sinn? Ja, ich will nicht sagen nein, aber ich habe mich schwer damit getan, sehr schwer damit getan.
Zum Schluss, in den letzten Sekunden, gibt's ein Bonbon, einen Twist, der sehr, sehr gelungen ist. Nicht drüber nachdenken, ist aber lohnenswert, nicht vor dem Ende zu gehen. Nicht nach dem Abspann, sondern wirklich in den letzten Sekunden des Films. Gibt's nochmal ein kleines Aha. Und aber dass einem das Ganze irgendwie als eine Handlung mit Anlass vorkommt, darauf habe ich zu lange warten müssen. Das ist das, was ich in dem Film ankreide. Wobei er, wie gesagt, handwerklich so klasse ist und auch eben viel Neues in dieses Genre bringt, weil nichts fesselt einen Filmemacher sonst so sehr wie ein Genre und Genre-Regeln, die normalerweise dafür sorgen, dass ein, egal welches Genre, aber besonders das Horror und auch das Fantasy-Genre meiner Meinung nach zu sehr dadurch manipuliert und gefesselt sind, als dass man viel Neues entdecken könnte. Das macht dieser Film und dieser Regisseur anders. Der verlässt eingetretene Pfade. Vieles erinnert an andere Dinge, aber so ein Regisseur fällt ja auch nicht vom Baum. Der wird auch Filme gesehen haben, der wird Vorlieben haben, der wird Sachen im Kopf rumspucken haben, der wird Bücher gelesen haben. Wir werden ja nicht alle, erfinden ja nicht alle für uns selber den Film, die Geschichte, das Drama neu, sondern wir haben unsere unterschiedlichen Quellen und viele davon beziehen sich aufeinander oder sind sogar identisch. Aber es ist nicht so offensichtlich, dass hier was kopiert oder plagiert wird. Das wäre weit mehr, als ich damit sagen will. Vielleicht lag es auch daran, dass ich lange Zeit irgendwie dachte, ich habe eh im Kopf nichts zu tun, denk immer drüber nach oder es springt mich so an. Ne? Ach, guck mal, das ist so ein Moment, der könnte auch in dem Film vorkommen. Aber wie gesagt, zwiespältige Meinung meinem Empfinden nach, denn konnte mich nicht so lange, wie es der Regisseur gerne mochte, nur an der puren, brutalen Action ergötzen. Okay, dann ist er auf jeden Fall anders als Get Out. Schade, dass du Get Out nicht gesehen hast, deswegen fehlt dir da ein bisschen der Vergleich. Ja, solltest du vielleicht mal machen, weil der Get Out beruht gar nicht so, also gar nicht wirklich, überhaupt keine Gewalt in dem Sinne, so wie du sie beschreibst, sondern da geht's mehr um Psychologie und es ist eher ein Horrorfilm von der anderen Art, also nicht von der Brutalität her, sondern wirklich mehr so, what the fuck, was ist denn hier gerade los, so nach dem Motto, so muss man sich das vorstellen. Das Element ist, glaube ich, auch drin, aber wie gesagt, mit einer großen Portion. Ja, und es gibt auch bei Get Out einen Twist, ähnlich wie du es gerade beschreibst, also ich könnte mir vorstellen, dass er da, vielleicht wird er der neue M. Night Shyamalan oder so. Wollen wir es ihm nicht wünschen. Wenn er jetzt auch da immer... Nee, möchte man ihm nicht zwingend wünschen, das stimmt. Er ist halt auch Schauspieler und Comedian, ne? Das ist halt nochmal so eine Besonderheit und das war mit Get Out sein Regiedebüt, wo er dann halt direkt eine Oscar fürs beste adaptierte, glaube ich, Drehbuch oder irgendwie sowas bekommen hat. Und sonst musst du dir dann seinen nächsten Film angucken, das wird Toy Story 4 sein. Ah. Den wird er nicht selber machen, aber da hat er eine Sprechrolle. Okay. Nur mal als kleiner Funfact, also der Mann ist immer noch scheinbar auch, macht noch ein paar Synchronjobs, ich weiß nicht, ob er noch viel Schauspiel hat, aber ja, das ist jetzt sein zweiter Film und deswegen auch diese Erwartungshaltung, von wo du so überrascht warst. Ich habe aber auch nicht, ähnlich wie du es auch jetzt sagst, habe ich auch jetzt aus der Masse eher kritischere Punkte oder nicht unbedingt gute Punkte. Der Rolling Stone schrieb zum Beispiel, wie man keinen guten Horrorfilm dreht. Also ja, vielleicht trifft das auf den Punkt, so ein bisschen wie du. Wenn man voreilig urteilt, kommt man dahin. Dieser Film, man braucht viel Arbeit, um die Klasse dieses Films zu entdecken. Was einen von Anfang an in den Bann schlägt, sind hypnotische Bilder. Bilder wirklich, die auf einen wirken, als wenn man sie geträumt hätte. Also die sind nicht okay, durchgängig. Ja, das wiederum geht schon in die Richtung auch wie ähnlich vielleicht wie bei Get Out, ohne jetzt viel zu viel. Ja, aber wie gesagt, vielleicht liegt der Fehler bei mir. Ich will das nie ausschließen, dass ich vielleicht am Anfang irgendeinen entscheidenden Moment, der alles aufschlüsselt, verpennt habe, irgendwie nicht mitgekriegt habe, weil ich zu sehr in die andere Ecke des Bildes geguckt habe oder über irgendwas nachgedacht habe. Ist ja alles möglich, aber ich glaube eben nicht. Ich glaube, dass er da erstmal wirklich so einen ganz langen Teppich ausrollt und den auch zu einer gewissen Unerträglichkeit in die Länge zieht, um dieses alles spürbar zu machen. Wie gesagt, nachdem ich da rausgekommen bin, war mein Urteil härter. Ich merke, wie ich so langsam
die Klasse dieses Films für mich entdecke und auch akzeptiere. Vielleicht dauert es noch 2 bis 3 Tage, bis ich sage, wow, den gucke ich mir noch mal an, um wirklich damit klarkommen zu können, was da filmisch auch passiert. Aber er ist brutal. Oder schau erst, das auf jeden Fall. Genau, oder schau erst Get Out und dann noch okay. mal den. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar Zusammenhänge. Ich kann es ja auch nicht sagen, weil dazu fehlt mir, genau, dazu fehlt uns jeweils das Gegenstück. Ich habe halt das Erstlingswerk nur gesehen und du jetzt halt den neuen. Ja, dann haben wir beide was zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, durch die Zeit bedingt, habe ich halt auch nicht so viel mehr gucken können. Auf jeden Fall nichts, was mir jetzt wirklich sonst noch in Erinnerung geblieben ist. Ich denke, so die wichtigen Punkte, die wir die letzte Zeit gesehen haben, haben wir besprochen. Oder hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern noch unbedingt ans Herz bringst? Nein, ich freue mich auf den Film, den ich morgen sehen werde, mit Robert Redford, Downer und Gentleman. Das ist etwas, worauf ich mich freue, aber es liegt auch daran, weil ich diesen alten Knaben einfach mag. Ja, machst du da eine Kritik zu? Audiokritik oder weißt du das schon? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Hängt auch ein bisschen immer damit der Auftragslage zusammen, weil ich die Sachen, die ich bei Facebook unter meinem Namen Peter Dickmeier veröffentliche, sind meistens auch Dinge, die ich vorher für jeden Radiosender gemacht habe, weil es ist doch schon ein bisschen Arbeit, so einen Radiobeitrag zu machen und ihn nur in Anführungsstrichen zu machen, um ihn dann irgendwo auf die Facebook-Seite zu stellen. Nee, also du weißt, was ich meine. Also wenn die Auftragslage da ist und ich mache dazu was, dann wird's auf jeden Fall, auch werden meine Facebook-Freunde es sehen und hören können. Und ich hoffe natürlich, dass er gut ist und dass ich dazu was machen darf. Mhm. Sehr schön. Vielleicht abschließend, bevor wir uns verabschieden von unseren Hörern, nochmal die Möglichkeit oder auch für mich, auch aus reinem puren Eigeninteresse, erzähl doch mal, wo man dich sonst aktuell sehen kann, auf welchen Brettern der Welt. Momentan spiele ich eher Theater, also ich bin ja ab und zu mal so als Kleindarsteller oder sowas im Fernsehen unterwegs gewesen, aber momentan spiele ich viel Theater und zwar für eine Firma, die nennt sich Tatort Dinner. Da spiele ich in 3 von 7 Produktionen, das sind alles Krimifälle, die im Publikum gespielt werden, spiele ich mit. Und das andere, das beginnt morgen, nämlich die Proben für eine Oper am Kölner, in der Kölner Oper, eine neue Kurt Weill-Inszenierung, Street Scene heißt das Ganze. Keine Angst, ich werde nicht singen, ich habe eine Sprechrolle dort. Das wäre jetzt meine Frage. Nein, da hätte ich mich auch geweigert, aber andererseits hätte mich auch keiner gefragt. Also so eitel muss ich gar nicht sein. Aber da habe ich eine Sprechrolle, ich spiele den City Marshal Henry und das Ganze, wie gesagt, ein Spätwerk von Kurt Weill aus seiner amerikanischen Zeit, als er dort emigriert war, hat er Ende der 40er Jahre in New York ein Stück angesiedelt, das so vor einer Häuserkulisse in einem New Yorker Stadtteil, sehr durchwachsenes Publikum halt dort spielt und da entwickeln sich ganz interessante Konstellationen. Ist so ein bisschen Fenster zum Hof. Man sieht also alles. Ne, vom Publikum aus sieht man alle möglichen Szenerien und Leute und es passieren Dinge und es ist tragisch und einige, die es können, singen auch. Musikalisch erinnert es mich, ich bin jetzt sehr, sehr laienhaft an Porgy und Bess oder ein bisschen West Side Story, also modernes amerikanisches Musical. Tolle Melodien, toller Gesang und deshalb singe ich nicht. Okay, aber ist es Oper oder ist es dann eher Musical? Es läuft unter Oper. Es läuft ja auch in der Kölner Oper. Also es wird auch wie eine Oper gesungen, ne? So wie es ist nicht wie eine italienische oder deutsche Oper, nicht dieses, ich sag's jetzt mal, kein Geknödel. Es ist eher Westside-Story-mäßig. Ne? Also für mich. Klingt ja schon wieder ganz spannend. Porgy und Bess, große, wuchtige Melodien, tolle Stimmen und eben nicht diese italienische Knödeloper, sage ich jetzt mal, so ein bisschen abfällig. Oh Gott, hoffentlich hört keiner zu, der sowas mag. Kann ja auch toll sein, aber ich versuche gerade einen Unterschied zu machen, mehr nicht. Und wie gesagt, von einem der größten deutschen Komponisten, ne? Immerhin hat Kurt Weill die 3-Groschen-Oper für Brecht komponiert und auch andere tolle Sachen gemacht. Und das ist schon ein tolles Kaliber. Ich freue mich riesig auf die Aufführung, ich freue mich riesig darüber, dabei zu sein. Und es sind erstmal 1 bis 1,5 Monate richtig intensive Proben.
Das klingt super. Also freut mich auf jeden Fall. Du, dann schick mir doch mal zu beidem, gibt es einen Link, Webseiten zu den Terminen? Man findet beides übrigens auch auf Facebook. Man findet zu beiden Dinge in YouTube. Aber auf Facebook ist beides die Kölner Oper mit aktuellem Programm und dem, was demnächst kommt. Und auch Tatort Dinner hat eine Facebook-Seite, auf der die einzelnen Produktionen vorgestellt werden und auch angekündigt. Man kann sich Newsletter abonnieren und sich die, weil wir tingeln damit durchs Land. Ne? Das heißt also, an jedem Wochenende, eher Freitag, Samstag, Sonntag oder Feiertage, sind wir in 4 bis 5 Städten mit verschiedenen Produktionen und führen da auf. Da musst du mir noch mal genauer sagen, wenn du vielleicht hier auch in meiner Region bist, dann würde ich da echt sehr gerne mal vorbeikommen, weil Essen und Krimi, das, ja, das ist klasse, ne? Schau bitte bei Tatort Dinner einfach rein. Und dann kannst du mal gucken, welche unserer Spielorte für dich günstig liegen. Und wenn du einfach auf diesen Button drückst, kriegst du eigentlich jede neue Aufführung mitgeteilt, wann und wo was stattfindet. Ist ganz bequem zu machen. Also wenn er eine Leiche braucht, ich kann sehr gut Leiche spielen, glaube ich. Naja, du weißt, Krimi und Essen. Du weißt, was unsere Leichen, na, weißt du vielleicht nicht, aber egal. Das wirst du ja dann sehen. Ja, ich kann es mir vorstellen, alles klar. Dann danke ich dir, Peter, für die jetzt mittlerweile auch schon wieder knapp 1,5 Stunden. War wieder eine große Freude und ich bedanke mich auch. Ich würde sagen, nächsten Monat haben wir ja Avengers, dann werden wir zusammen sprechen. Da freue ich mich drauf. Und ja, und dann sehen wir uns spätestens auch wieder. Ein großer Alles Spaß. Klar. Ich danke auch und wünsche allen, die bis jetzt hier ausgehalten haben mit uns, viel Spaß im Kino. Wir hören und sehen uns wieder mit Sicherheit. Bis dann. Genau, in diesem Sinne, bis die dann. Ciao.